Herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute Abend hier im LWL-Museum für Naturkunde im Planetarium. Ähm, mein Name ist Björn Voss, ich bin der Planetariumsleiter und zum letzten Mal, erstmal zum letzten Mal präsentieren wir hier einen Online-Vortrag. Unser Plan war, solange wir geschlossen sind, übertragen wir unsere Vorträge online und zwar nicht nur die, die wir ohnehin vorhatten, wir hatten auch einige zusätzliche im Angebot, aber der Vortrag heute, der hätte stattgefunden, leider, äh, hätte stattgefunden mit Publikum mit euch und ihnen hier bei uns und leider klappt das noch nicht. Aber es gibt gute Nachrichten, viele werden es schon gehört haben. Am 12. Juni sind wir wieder live hier abends, am Freitagabend äh, ist unsere erste öffentliche Vorführung nach der langen Schließung, nach mehr als drei, fast drei Monaten Schließung. Und äh, am Wochenende 13.14., da geht es dann wieder. Richtig weiter. Es gelten einige abweichende Zeiten und Regelungen, also man sollte sich vorher online informieren, falls man vorbeischauen möchte. Aber wie gesagt, wir sind wieder da. Heute leider noch nicht, heute leider noch online in der Live-Übertragung. Und bei uns ist heute ähm, als Gast des heutigen Abends, ich hole ihn mal dazu, obwohl er hier direkt neben mir sitzt, aber, ähm, oder oh, ist übrigens jemand im Hintergrund, der sich bitte mal hinsetzen könnte und nicht da bitte stehen bleiben sollte, <laughs> ähm, hole ich ihn dazu. Ähm, andreas hähnel ist heute bei uns. andreas hähnel. na, ähm, mein ehemaliger kollege, sozusagen der ehemalige leiter des planetariums in osnabrück und äh, immer noch äußerst aktiv in der astronomieszene, nämlich als leiter der fachgruppe der vds dark sky. und genau darum geht es heute. lichtverschmutzung, was man dagegen tun kann und was man dagegen tut und was es davon neues gibt. ich glaube, ich habe genug gesagt. ein hinweis noch. Man kann wie immer im YouTube-Chat ähm, eintragen, Fragen, die man vielleicht hat. Da gehen wir dann am Ende des Vortrags drauf ein. Und jetzt, lieber Andreas, freut mich, dass du hier bist. Ähm, ähm, trotz dieser widrigen Umstände, wir hätten es alle lieber live mit Live-Publikum gemacht. Ne? Aber ähm, ja, da müssen wir durch. Und danke, dass das auf diese Weise klappt. Und ich übergebe das Wort. Ja, danke, Björn. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, es ist natürlich etwas ungewöhnlich, weil ich hätte Ihnen natürlich ganz gerne auch den Sternhimmel hier unterm Himmel gezeigt, weil Sie werden es ja nachher sehen, ich eine ganze Reihe von diesen All-Sky-Aufnahmen gemacht habe. Äh, wie wir darüber gesprochen hatten, hatte Björn äh, gesagt, hast du denn was Neues äh, zu berichten? Und dann habe ich mal geschaut. Äh, es war also ziemlich genau vor zehn Jahren, dass ich hier gewesen bin. Ich habe jetzt nochmal die Titel, Titelfolie genommen, und äh, es ist auch so. Ähm, ich kann Ihnen versprechen, wer damals dabei war und sich noch daran erinnern kann, äh, es werden, glaube ich, nur drei oder vier Folien nochmal da sein, alles andere ist neu. Äh, und äh, das zeigt auch, dass sich also in den letzten zehn Jahren auf dem Gebiet der Lichtverschmutzung viel getan hat. Eine der Folien, die ich damals schon hatte, die haben wir hier nochmal, so als Einleitung. Die Astronomen sind natürlich diejenigen, die am meisten durch die Lichtverschmutzung, durch die Aufhellung des Himmels betroffen sind. Und das betrifft eben zum Beispiel auch die Bonner Astronomen. Die Bonner Universitätssternwarte ist ja ursprünglich äh, 1844 weit außerhalb von Bonn errichtet worden und fand sich dann äh, zwischen den beiden Weltkriegen und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg als Bonn die provisorische Bundeshauptstadt geworden ist, mitten in der Stadt, sodass... Die Astronomen sich dann überlegt haben, hinauszugehen. Man hat dann also äh, in der südlichen Eifel das Observatorium Hohe List aufgebaut und äh, ja. Das ist nun auch seit 2012 geschlossen, also in der Zwischenzeit geschlossen worden. Gut, ähm, was wir und zwar einfach deswegen, weil man natürlich äh, teilweise natürlich wegen der Lichtverschmutzung, aber vor allem auch, weil man natürlich Großteleskope äh, in klimatisch bessere Lagen versetzt und äh, dort natürlich äh, wesentlich effektiver beobachten kann. Das Problem Lichtverschmutzung hat aber auch in den letzten zehn Jahren äh, durchaus äh, mehr Resonanz auch bei uns hier in Deutschland und in Europa gefunden. Äh, in Berlin hat es äh, so eine Forschungskooperation Verlust der Nacht von verschiedenen Leibniz-Instituten gegeben, dass das eine interdisziplinäre Kooperation gewesen ist, um sich mit diesem Thema Lichtverschmutzung auseinanderzusetzen. Das ist ein Projekt, was drei Jahre lang vom Bund äh, gefördert worden ist. Anschließend gab es ein EU-Projekt. Das Lost of the Night Network. Da ging es darum, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Kategorien und unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubekommen, zusammen, zu bekommen, zusammen äh, äh, eine gemeinsame Kooperation zu machen und schließlich eben äh, auch noch ein EU-Projekt Stars for All. Da ging es eben darum, dass man halt dieses Thema Lichtverschmutzung auch thematisiert für die allgemeine Öffentlichkeit. Die Frage ist natürlich, wir versuchen, wir verlieren im Warum liegt die Nacht? Und die Frage ist eben: äh, Ist die Nacht denn überhaupt notwendig? Natürlich ist sie notwendig, einmal natürlich äh, um den Sternenhimmel zu sehen. Es ist das älteste Kulturgut. Äh, es ist in Lit Kunst, Literatur wird der Sternenhimmel immer wieder erwähnt. Äh, die Wissenschaft, die Fasziniert natürlich auch und bringt auch die Neugier, Neugier hervor. Immer wieder erleben wir ja, dass Kindergrad und auch Jugendliche gerade von der Astronomie fasziniert sind und dann zur äh, Astronomie, zur Physik oder eben auch zu technischen äh, Wissenschaften kommen. Und natürlich, wir dürfen Sie vergessen, ist auch ein faszinierendes Naturerlebnis. Aber inzwischen wissen wir eben auch, äh, dass die Biodiversität dadurch äh, bedroht ist, äh, insbesondere die Ruhe und die Aktivitätsphasen von Tag und Nacht aktiven Tieren werden gestört. Äh, Orientierung von Vögeln, Insekten, Fledermäusen sind beeinträchtigt, ebenso wie das Fortpflanzungs- oder eben auch das Brutverhalten von den unterschiedlichen Tieren und was eben jetzt seit einigen Jahren auch ganz klar geworden ist, ist eben das Problem, dass die menschliche Gesundheit durchaus beeinträchtigt ist, etwa der Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkadiane Rhythmus. Wir brauchen Ruhephasen, dass zum Beispiel das sogenannte Schlafhormon Melatonin produziert wird dabei muss uns klar sein, dass die Nacht eigentlich gar nicht unbedingt dunkel ist, denn die Nacht ist eigentlich aufgehellt. Es wird immer gemeint, die Nacht, die sei eben äh, ganz besonders dunkel, aber es ist aufgehellt. Natürlich alle vier Wochen haben wir den Vollmond und der Vollmond erscheint auf die Erde und beschert uns dann auf dem Boden eine Beleuchtungsstärke von ungefähr einem Drittel Lux. Da geistern immer wieder unterschiedliche Zahlen in der Literatur, aber das ist nun also ein Wert, der eben kürzlich von einigen Kollegen auch nochmal speziell gemessen worden ist, um da mal ein bisschen Klarheit hineinzubringen. Also ein Drittel Lux. Das andere sind zum Beispiel Polarlichter. Die sind bei uns durchaus hier zu sehen, vielleicht so ein, zwei, manchmal sogar dreimal im Jahr. Aber meistens äh, verschwinden sie eben in den hellen Lichterglocken der Städte. Äh, hier ein Beispiel äh, von der Insel Pellworm, wo ich vor einigen Jahren mal aufnehmen konnte, kommen da aber auch noch mal drauf zurück. Dann haben wir eine andere Sache, die man sehr sehr selten sehen kann. Das ist das sogenannte Nachthimmelsleuchten oder das Airglow. Da gibt es Berichte aus äh, den 30er bis 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, insbesondere von der Sternwarte Sonneberg im Süden Thüringens, äh, dass der dortige Astronom kuhn Hoffmeister dieses äh, äh, Leuchten wirklich äh, in vielen Nächten noch beobachten konnte. Äh, heutzutage ist es sehr schwierig zu sehen. Dabei können wir es eigentlich relativ gut fotografieren denn mit modernen empfindlichen spiegelreflex oder überhaupt mit modernen empfindlichen kameras kann man das sehr gut aufnehmen und da fällt auf dass es eine farbe ist hat dass der himmel dann grünlich leuchtet. Das ist im Prinzip eine milde Form von einem Polarlicht. Die Polarlichter werden ja durch Korpuskel, durch Teilchenstrahlung von der Sonne in der Hochatmosphäre in ungefähr 100 Kilometern angeregt. Dieses Erglow wird im Wesentlichen von der ultravioletten Strahlung der Sonne angeregt. Ist also bei uns auch durchaus manchmal noch zu beobachten, aber nur in ganz, ganz dunklen Gegenden. Und dann vor allem das Zodiacalicht, der populäre Name dafür ist auch manchmal das Tierkreislicht. Das ist so eine pyramidenförmige Aufhellung, wie wir es hier sehen. Äh, unmittelbar nach der Dämmerung. Man kann das im Frühjahr besonders gut am Abendhimmel sehen, im Herbst am äh, Morgenhimmel, kurz vor Sonnenaufgang. Und das wird, beschreibt letztlich eben die Ekliptik, den Tierkreis, äh, wo die Planeten lang wandern. Äh, in dieser Richtung befindet sich das. Äh, da Gibt es Berichte noch von vor 100 Jahren, wo immer gesagt wurde, dass man das überall in Deutschland noch außerhalb der Städte gut sehen konnte? Heutzutage müssen wir suchen, aber wie gesagt in unseren Sternparks, auf die wir noch mal zu sprechen kommen, äh, da kann man das durchaus noch sehen und beobachten. Und dann gehört natürlich das allgemeine Sternlicht dazu. Und all diese Lichtquellen, die ha wir haben, die führen dazu, dass eben der Himmel hell ist. Er ist nicht dunkel. Und der natürlich dunkle Hellhimmel, der hat eine Helligkeit von 22 Größenklassen pro Quadratbogensekunden. Das ist also nun eine ganz merkwürdige Einheit. Für diejenigen, die sich damit nicht so ganz auskennen, muss man ja sagen, die Größenklasse, die Magnitudo, ist eigentlich... Eine der ältesten Einheiten, denn die haben bereits die alten Griechen eingeführt, die haben gesagt, die hellsten Sterne, die man am Himmel sehen kann, das ist die äh, Größenklasse, die Magnitude 0. Und die Schwesten, die man so gerade eben im Auge erkennen kann, das ist eben die Magnitude 6. Inzwischen ist das ausgedehnt. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop können wir etwa bis zur 25., 26. Größenklasse sehen. Äh, die Sonne ist natürlich viel heller. Die hat dann äh, die Helligkeit von minus 24 und minus 25. Und das hat man dann auch auf eine Flächenhelligkeit übertragen, deswegen pro Quadratbogensekunde. Das ist also ein ganz, ganz kleiner Winkel oben am Himmel. Äh, entspricht so ungefähr der typischen Größe eines Sterns in einem großen Fernrohr. Und die Beleuchtungstechniker, die nehmen eben eine andere Einheit. Das ist äh, Candela pro Quadratmeter. Das benutzen die Beleuchtungstechniker. Und da sehen wir, wir sind irgendwo im Bereich von 0,2. Millikandela, also 0,0002 Kandela pro Quadratmeter, so schwach ist die Himmelshelligkeit. Das jetzt mal so als Bezug, wir werden da häufiger noch mal drauf eingehen. Nun, äh, immer wenn, wenn ich was von Lichtverschmutzung sage, da wird äh, gesagt, was soll der Quatsch, das, äh, ist das von ein komischer Begriff, Licht kann doch nicht verschmutzt sein. Also ich wollte eigentlich jetzt gerade zeigen, dass der Himmel hell ist, und äh, die Formen der Lichtverschmutzung sind natürlich einmal das direkte Licht durch Lichtquellen, wie uns hier unten das Foto zeigt. Äh, eigentlich sollen dort die Straßen beleuchtet werden. Und da geht eben das Licht eben auch nach unten, äh, nach, äh, zu uns ins Auge des äh, Beobachters. Wir werden also dadurch geblendet und haben große Schwierigkeiten, am Himmel die Sterne zu sehen. Das ist also diese direkte Blendung und zum anderen haben wir dann aber auch äh, diese Lichtglocke oder den Lichtsmog, der sich über die Städte äh, erstreckt, das ist eben das indirekt an den Himmel gestreute Licht, äh, was sich dann wie ein Schleier über die Sterne äh, legt und äh, das kann man eben als eine Verschmutzung des natürlichen Lichtes durch künstliches Licht äh, beschreiben. Das ist also die übliche Beschreibung für äh, eine Verschmutzung. Wir wollen uns mal einige Beispiele anschauen, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Helligkeiten oder die Leuchtlichten. Äh, nehmen wir mal so eine normale Straße. Die Straßenbeleuchtung hat normalerweise ein halbes bis ein Kandela pro Quadratmeter, also die Helligkeit der Straße. Eine Werbetafel kann locker mal, wir werden nach ein paar Beispiele sehen, 500 Kandela pro Quadratmeter haben. Der Nachthimmel, wie wir es vorhin gesehen haben, nur 0,2 Milli. Candela. Ich rede jetzt mal von Milli, also Tausendstel Kandela pro Quadratmeter. Ja und wenn wir uns dann mal den Himmel in Deutschland anschauen, wir haben euch mal Aufnahmen vom Nachthimmel gemacht mit einem Fischaugenobjektiv. Wir haben also hier quasi den Anblick des gesamten Himmels mit gleichen Belichtungszeiten. Oben ist eine halbe Minute belichtet, die untere Reihe ist also ungefähr ist genau drei Minuten belichtet und wir sehen in Berlin mitten in Berlin vom Reichstag ist, oder einem Tiergarten ist die linke Aufnahme gemacht. Man kann oben gerade eben so die hellsten Sterne vom großen Wagen erkennen. Äh, bei drei Minuten ist es total überbelichtet. Gehen wir nach Bonn, da ist es deutlich dunkler, äh, ungefähr ja, die hell, nur halb so hell der Himmel. Äh, da sieht man dann noch ein paar Sterne weiter. Äh, in Osnabrück, im Vorort von Osnabrück, also konkret in meinem Garten, da kann man schon andeutungsweise die Müllstraße erkennen. Da haben wir also 0,3 Millikandela pro Quadratmeter oder 20,6 Größenklassen pro Quadratbogensekunden Und schließlich, wenn wir in einen unserer Sternparks gehen im Westhavelland, ungefähr 60 Kilometer westlich von Berlin, da können wir dann natürlich die Müllstraßen in vollen Pracht sehen und wir haben einen richtig schönen dunklen Sternhimmel. Nun, jetzt ist die Frage... Ähm, wie entwickelt sich das? Und äh, da helfen uns dann Satellitenaufnahmen. Wir haben auch mal ein paar ältere Aufnahmen von den DSMP-Satelliten. Das sind ursprünglich militärische Satelliten gewesen, die dazu dienten, dass nachts äh, für die Amerikaner das nachts eben äh, mögliche äh, Atom- oder Waffentests in anderen Ländern nachzuweisen. Die Daten sind dann auch äh, schon seit einigen Jahren freigegeben worden, dass man sie sich herunterladen kann. Es sind also immer Aufnahmen, die des Nachts gemacht worden sind. Und da können wir schon so sehen, wie im Laufe der Zeit äh, nicht so unbedingt viel heller geworden ist. In Städten ist nämlich der Detektor dieses Satelliten bereits in der... Sättigung, da kann man keine Zunahme kaum sehen, aber wir sehen, wie das Licht überall hinaus in dunkle Gebiete, in dunkle äh, Landschaften hinein sich gefressen hat. Man sieht das recht gut in Frankreich, aber auch zum Beispiel im Nordosten von Deutschland. Nun dieser DSMP-Satelliten, das sind eine ganze Reihe gewesen, die sind inzwischen weitestgehend ausgemustert und das ist jetzt eben auch seit ungefähr neun Jahren, haben wir also neun Satelliten, es gibt leider im Augenblick nur einen. Das ist der sogenannte Suomi-Satellit. Das ist eigentlich ein Umweltsatellit. Und auf diesem Umweltsatelliten, da gibt es also einen bestimmten Detektor. Den sehen wir hier oben. Wir's. das wird uns noch häufiger äh, begegnen. Das ist also eine Kamera, die nachts immer Aufnahmen macht. Wir sehen hier die Umlaufbahn des Satelliten auf die Erde projiziert. Der bewegt sich also in ungefähr 830 Kilometern um. Höhen einer sogenannten sonnensynchronen Umlaufbahn, das heißt, er hat immer die gleiche Ausrichtung zur Sonne, hat eine Bahnneigung von 98,7 Grad, das heißt, er läuft fast senkrecht äh, über die Pole äh, und die Umlaufzeit beträgt eine, äh, 101 Minuten, das ist insofern Ganz wichtig, und wir haben hier mal äh, von solchen Vorhersagen mal einen Blick, äh, den möchte ich einfach mal zeigen, der fliegt natürlich auch hier über Europa, aber wir sehen von Nacht zu Nacht, fliegt er immer über eine andere Bahn über Europa. Wenn wir also hier zum Beispiel Münster äh, beobachten wollten, ja, dann wäre es am sinnvollsten, der Satellit würde genau über Münster fliegen, um Aufnahmen zu machen, um Vergleiche machen zu können. Das passiert aber nicht. Er wird also nur in einem Monat, in zwei oder drei Nächten genau über den gleichen Ort hinweg fliegen. Und äh, das ist ein bisschen problematisch, weil in diesen Nächten sollte möglichst kein Mond sein und es sollte in der Nacht möglichst eben auch klar sein, ja, und äh, um dann zu messen, das Licht, was von der Erde hochkommt. Und das ist eben etwas schwierig. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Wir sehen hier die Überflüge über die Erde. Er ist nicht sehr hell. Er ist nicht so hell wie die Internationale Weltraumstation oder jetzt die Starlink-Satelliten, auf die wir nachher nochmal kurz zu sprechen kommen, äh, sondern er ist viel schwächer. Und mir ist es mal gelungen, davon eine Aufnahme zu machen. Das ist also jetzt eine Übersichtsaufnahme. Vielleicht können Sie hier erkennen, einen schwachen Strich. Wir wollen mal versuchen, dass wir die jetzt mal ein bisschen rein vergrößern. Ich hoffe, das klappt. Sie sehen den Strich, das ist der Satelliten. Der ist ungefähr äh, 20 Sekunden belichtet, die Aufnahmen, da ist er also den Himmel, über den Himmel geflogen. Und jetzt zeige ich Ihnen das Bild, was er da aufgenommen hat, genau zu diesem Zeitpunkt und wo ich gestanden habe. Das war nicht hier in Deutschland, sondern das ist in Ungarn gewesen. Wir hatten dort eine Messkampagne gehabt. Man sieht hier, das ist eben Budapest, hier sieht man sehr schön die Orte entlang des äh, Balatons, äh, wir sehen hier drüben die Stadt Zagreb. Und hier zwischendurch, da haben wir also wirklich eine dunkle Region, wo wir beobachtet haben. Und das ist eben die Aufnahme, die er gerade aufgenommen hat. Hier können wir schon etwas sehen. Wenn ich jetzt mal eine Aufnahme nehmen würde vom Jahr zuvor, dann würden wir sehen, dass dieser Fleck hier noch nicht da ist. Hier ist in den letzten Jahren ein Ölfeld äh, erforscht worden. Da nimmt also die Lichtverschmutzung sehr stark zu. Und gibt es eine sehr schöne Internetseite www.lightpollutionmap.info, wo man sich diese Daten, diese Überflugsdaten anschauen kann. Die sind dann für die Monate immer ermittelt und wir können dann seitdem der Fl ziehen. Das ist jetzt eine Neuigkeit seit zehn Jahren, können wir relativ genau äh, ermitteln, ähm, wie die Lichtmenge, die von den Städten ausgesendet wird, äh, zugenommen hat. Äh, ich nehme mal eine Stadt, die in Deutschland. Die stärkste Lichtverschmutzung hat, das ist nämlich Dresden. Und wir haben hier, das ist also, wie man das mit dieser Internetseite, es ist noch eine andere Lighttrends, Lightpollution.info, äh, kann man sich also hier zum Beispiel den Kern von Dresden herausnehmen und bekommt dann die Messungen, die monatlichen Messungen seit äh, 2011 bis äh, jetzt, ich glaube, im Augenblick geht es bis Januar. Und wir sehen, dass in dieser Zeit, in, in den sechs Jahren, ungefähr 50 Prozent die Lichtverschmutzung in Dresden zugenommen hat, 6,3 Prozent jährlich. Das ist eine der höchsten, die wir überhaupt in Deutschland haben. Viele Städte haben sogar eine Abnahme. Und das liegt aber ganz wesentlich daran, wir sehen, hier ist also so ein Sprung drin. Das liegt daran, dass im Jahr 2017 äh, die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in Dresden, die es vorher gegeben hat, man hat also, glaube ich, jede zweite Leuchte abgestellt. Äh, und diese Nachtableuchtung ist abgestellt worden, weil die Politiker meinten, äh, sie müssten mehr Sicherheit erzeugen und äh, müssten deswegen heller beleuchten. Das ist also ein ganz negatives Beispiel. Ich ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel zeigen. Es gibt nämlich eine Internetseite von der NASA, wo ganz aktuell jeden Tag die Beobachtung von der letzten Nacht kommt. Der fliegt also wirklich nur einmal in der Nacht, nein, eigentlich mehrmals in der Nacht über einen Ort, aber eben nur im großen Winkel. Aber es wird immer nur eine Nacht ausgewertet. So können wir für jede Nacht kriegen wir die Beobachtung. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, das zeigt Ihnen einmal, äh, dass eben diese Beobachtungsbedingungen von Nacht zu Nacht sehr stark variieren und äh, deswegen so eine Aussage sehr schwierig ist. Aber es zeigt Ihnen auch mal ein Beispiel, wie wir sozusagen Lichtpolizei spielen können. Ja? Äh, der Ausschnitt, ich sage es Ihnen, das hier ist Hamburg äh, und ähm, ja, hier das ist Gestach, da oben das ist Kiel, hier in Lübeck nicht. Und jetzt hoffte ich, eigentlich sollte er jetzt normalerweise laufen. Und das tut er leider nicht. Das haben wir jetzt vergessen äh, zu machen, äh, nochmal zu testen. Ähm, tatsächlich ist es also so, dass hier an der Gegend ein kleiner Punkt ist. Ach doch, 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 es läuft, bei mir läuft es nicht. Ja, also wo der Pfeil hin, sorry, wo der Pfeil hinstellt zeigt, ja, es ist es dunkel und dann wird es äh, ein paar Tage ganz hell dort. Ne? Zwischendurch ist es mal schlechtes Wetter oder so. Ja, und äh, dieser Ort, äh, der ist äh, sehr bekannt, das ist nämlich der Ort Wacken. Dort ist es also dunkel und jedes Jahr im August, in diesem Jahr wohl nicht. Im August findet dort eben dieses äh, Festival statt. Das kann man sehen, das kann man zum Beispiel beim Rock am Ring auch sehen. Also, wir können damit eben solche Events gut nachverfolgen. Jede Nacht äh, kann man also sehen, auch wenn mal hier äh, irgendwo was passiert. Ein anderes Beispiel möchte ich hier zeigen. Das hier ist ein Blick auf Münster. Irgendwo hier unten sitzen wir gerade im Museum ja? und ähm, wir sehen, da ist es ganz hell mitten in der Stadt und das ist das End, die Kirmes, die hier stattfindet. Ich bin da mit dem Flugzeug drüber geflogen. Wir werden nachher mal solche Überflüge noch ein paar sehen vom Flugzeug. Äh, die ganze Straßenbeleuchtung ist relativ schwach. Ne? Nur eben die Kirmes, das ist ja so ein Event, was alles überstrahlt. Ja, wollen wir nochmal nachschauen, was ist denn eigentlich, was alles äh, das Licht aussendet. Und da ist es äh, sehr schön, dass die Astronauten, die auf der Internationalen We Weltraumstation der ISS fliegen, dass die immer mal wieder Bilder machen von der Erde äh, und äh, dann auch des Nachts solche Aufnahmen machen. Und ich habe hier mal eine Aufnahme rausgesucht von der Gegend, die ich gut kenne, weil ich von dort stamme. Das ist nämlich hier äh, die Stadt Bonn. Äh, und äh, da sieht man natürlich die Straßenzüge. Die sind natürlich beleuchtet. Man sieht hier die Südbrücke. Äh, das ist gut zu erkennen. Aber das sind einige helle Flecken. Und da ist eben die Frage, was ist das? Und das habe ich dann vor Ort mal... Nach geguckt diese hellen Punkte das sind meistens Gebäudeanstrahlungen das sind Bodenstrahler die vor den Gebäuden sind und ganz offenbar viel Licht nach oben abstrahlen und dann gibt es hier am Drachenfelsen der sogenannten Drachenburg ein Museum zur Umweltgeschichte äh, Nordrhein-Westfalens glaube ich und ähm, ja die sollten ja nun eigentlich umweltfreundlich arbeiten aber die haben oben auf dem Dach Strahler, die das Dach anleuchten und deswegen sieht man das in einem dunklen Gebiet und man muss dazu sagen, das ist Natur, der Naturpark Siebengebirge. Gerade da sollte sowas nicht passieren. Also die Forderung, man sollte möglichst keine Bodenstrahler benutzen, weil die einfach viel zu viel Licht ungenutzt ins Weltall hinaufstrahlen. Ja, das andere ist natürlich dann die Straßenbeleuchtung. Einige Beispiele hier mal, viele unserer Straßenbeleuchtungen, die wir haben ist eigentlich so, dass natürlich ein bisschen Licht auf die Straße geht, aber das meiste Licht ganz offenbar hier an die Fassaden geht. Und mir tun die Leute leid, die hier drin wohnen, vielleicht die ihre Schlafzimmer haben, dass dann also immer durch das Licht bestrahlt wird. Und es gibt natürlich viele Leute, die sich darüber beschweren. Und hier unten sehen wir mal ein Beispiel, wenn man mal mit offenen Augen sich die Leuchten in den Städten anschaut, dann sieht man, dass sehr viele von diesen... Leuchten eben abgeklebt sind, um zu vermeiden, dass das Licht den Leuten ins Zimmer, in die Wohnung hineinstrahlt. Selbst hier ganz moderne LED-Beleuchtung, wo es absolut nicht notwendig wäre, äh, da hat man inzwischen auch schon abgeklebt. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist nicht so sehr, wenn diese Leuchten in der Stadt stehen, aber wenn sie draußen stehen, dann summiert sich das eben auf und äh, es kommt eben zu dieser Lichterglocke, diesem Lichtsmog und das hat eine extrem weite Reichweite. Das ist also der Umwelteinfluss, der am weitesten reicht. Ja. Gehen wir jetzt nochmal hier ins Westhaveland, Naturpark Westhaveland, ungefähr 65 Kilometer äh, westlich von Berlin am Hohenauer See und dominierende Lichtglocke ist natürlich Berlin. Ich will Ihnen zwei Rekords zeigen, die ich mal aufnehmen konnte im Death Valley, im Tal des Todes in den USA. Dort kann man natürlich die Lichterglocke von Las Vegas sehen. Immerhin 180 Kilometer entfernt. Man kann aber sogar die Lichterglocke von Los Angeles sehen und das sind immerhin 300 Kilometer. Daran erkennt man also, wie weit das Licht, die Lichtverschmutzung hinauswirkt. Wenn das also mit irgendeinem anderen Material, mit Lärm oder was wäre, da wäre schon längst was gemacht worden, beim Licht nicht. Gut, und äh, woran liegt das? Das liegt eben an der Lichtlenkung. Äh, wenn wir einmal hier sehen, das ist eine Leuchte, die irgendwo steht, eine Straßenbeleuchtung. Da wird eben das Licht diffus reflektiert. Als Lambertstrahler bezeichnen wir das von der Straße. Aber je nachdem, was wir eine Leuchte haben, haben wir hier solche Seitenkeulen. Das strahlt also das Licht zur Seite weg. Das ist also wirklich die Lichtverteilung. Und dieses Licht, was zur Seite wegstreut, hat einen langen Streuweg durch die Atmosphäre über viele Kilometer und wirkt dann eben als Summe dazu, dass es eben zu dieser Aufhellung kommt. Was kann man dagegen machen? Das ist ganz einfach: Man nimmt voll abgeschirmte Leuchten. Das heißt, was wir häufig haben: eine Leuchte mit so einem Koffer hier drunter und dann möglichst noch schräg stellen. Das sollte man nicht machen, sondern wirklich Plane Abdeckung und wirklich nur nach unten strahlen. Das ist keine utopische äh, Forderung, sondern solche leuchten. Gibt es und äh, wir sehen hier ein paar Beispiele. Ähm, für einen Lichttechniker, äh, zum Beispiel eine Kommune, wenn die eine Ausschreibung macht, die muss das natürlich definieren. Da gibt es ein sogenanntes Upward-Light-Ratio, 0% äh, oder eine Lichtstärke Klasse G6, das sagen die Normen vor. Äh, das kann man vorgeben bei einer Ausschreibung, erreicht dann auf die Art und Weise eine geschirmte Leuchte. Und hier unten haben wir zum Beispiel mal eine Straße, wo solche Leuchten eingesetzt sind. Die strahlen nur nach unten. Gut, man sieht hier was an der Haus Fassade, aber sie machen eben nicht das, was viele andere Leuchten machen, das sie nach oben strahlen. Man kann auch vieles umrüsten. Wir haben hier das ist jetzt im Sternpark äh, Rhön äh, da haben wir mal so ein Experiment gemacht. Da gibt es also in einer Kommune Fladungen. Äh, gibt es solche wunderschönen Leuchten, ja? äh, die hatten eine lokale Schmiedewerkstatt gemacht. Und die Leute mögen die Leuchten, ja, aber die Lampen, die da drin sind, man hat da also inzwischen Energiesparlampen und was alles reingesetzt. Ja, hier Sie sehen Sie, das geht also so richtig schön, da macht man noch ein Türchen auf, wenn man die, Leuchte, die Lampe drin austauschen will. Aber wenn man dann die äh, Leuchten hier vor der Hauswand wenden sieht, da sieht man auch wieder die Wand. Hauswand ist was besser beleuchtet wie der Boden. Jetzt gab es die Idee, äh, so eine Maiskolbenlampe zu nehmen. Es gibt also sehr viele LEDs, solche Maiskolben, LEDs, die in der Straßenbeleuchtung gerne verwendet werden. Äh, die hätten nichts an der Lichtverteilung geändert. Ne? Stattdessen hat man jetzt oben im Dach eine LED-Platine eingebaut die das Licht fast nur nach unten strahlt. Auf jeden Fall nicht mehr so stark nach oben weg. Und äh, man kann es also machen, ein bisschen Überlegung, das ist natürlich was aufwendiger. Man kann natürlich auch direkt eine Leuchte kaufen, die wirklich nur nach unten strahlt. Naja, und das Licht hat eben viele Einflüsse. Es ist eben, gehen wir mal auf diese Einflüsse jetzt, ein, das ist eben die Einfluss des Nachts, Skotobiologie, Einfluss auf die Flora. Es wird also, die Flora wird eben die Photosynthese und die Blüte äh, beeinträchtigt von Bäumen, von Pflanzen. Die sind natürlich auch auf den Wechsel von Hell und Dunkel, Tag und Nacht angewiesen als Ruhephase. Und wenn die nun wie hier im um Beispiel äh, so eine Birke unter äh, so einer Leuchte steht und jeden, da jede Nacht beleuchtet wird, dann kann es eben passieren, dass genau unter diesem Lichtschirm zum Beispiel im Winter die Blätter nicht runterfallen, sondern im Baum äh, weiterhin. Hängen. Es gibt also einen verzögerten Blattabwurf, es kann aber auch verfrühtes Wachstum durch das künstliche Licht gehen. wird natürlich bei beleuchteten Gewächshäusern angewendet. In England hat man festgestellt, dass eben Bäume die Nähe von Licht stehen, also Ahorn, Buche, Eiche, Esche, dass die also bereits eine Woche früher blühen. Und äh, ja, mich hatte mal ein Student von der Hochschule Osnabrück angesprochen, äh, der wollte wissen, wann was für Mondphasen gewesen sind. Da habe ich, was wollen Sie denn damit? Naja, er hatte eben Beobachtungen gemacht, äh, dass offenbar Mondlicht äh, eben schon die, äh, den Wachstum von Unkraut, von Keimlingen, von Unkraut, äh, sollte man ja natürlich nicht Unkraut nennen, äh, ähm, anregt. Äh, und äh, das zeigt eben, dass. Geringe Intensitäten von Drittel-Lux, wie das Mondlicht hat, eben durchaus Einwirkungen auch haben kann. Und das macht natürlich die künstliche Beleuchtung, die viel heller ist, dann noch viel mehr Eindruck. Ein ja, anderes gutes Beispiel sind natürlich die Insekten im Licht. Ähm Schon lange untersucht, dass eben Licht künstliches Licht die Insekten ansieht. Hier mal eine Beleuchtung vom Fußballstadion. Wenn, wenn Sie genau hinschauen, dann sieht man hier, dass äh, diese Flugbahnen unterbrochen sind. Das ist natürlich die 50 Hertz äh, Frequenz des Stromes. Äh, bekanntestes Beispiel ist natürlich das EM-Finale 2016 in Paris gewesen, äh, wo eben ähm, die, die, die Fußballer dort äh, äh, ganz erheblich beeinträchtigt worden sind vom Nachtfall. Es hat sich herausgestellt, dass die Gammaeule, da ist eben aus Sicherheitsgründen das. Fußballstadion die ganze Nacht angewiesen und diese äh, Falter, die Nachtfalter, sind eben in das Stadion reingekommen, nicht wieder rausgekommen und wussten nicht, was sie machen sollten. Dann kommen dann da abends eben noch die Fußballer dann da rein und irritieren die natürlich noch viel mehr. Also äh, Insekten werden vom Licht angezogen. Äh, wir sehen, dass es sehr viel Spinnengewebe umleuchten gibt, weil eben natürlich die Spinnen auch dort äh, dann ihre Lebewesen haben. Die Leuchten werden verschmutzt. Äh, das sind natürlich Motten, da sagen wir, was soll das, aber sie sind natürlich ganz wesentliche äh, Teile in unserem ganzen Biosystem. Und Mücken mag man auch nicht, aber dann so nette Tierchen wie zum Beispiel Glühwürmchen, die haben, sorry, darunter auch zu leiden. Äh, der Professor Eisenbeiß, Biologe aus, von der Uni Mainz, hat mal abgeschätzt, dass nur Typisch lauen Sommernacht ungefähr 1,2 Milliarden Insekten in Deutschland an den Leuchten umkommen. Das ist sicher eine alte Zahl, all dieweil, wenn wir uns nämlich anschauen, warum das passiert. Das haben halt die Untersuchungen gezeigt von äh, Professor Eisenbeiß, zum Beispiel äh, in Düsseldorf am flea Teich oder. Von Dr. Hömer äh, vom Naturkundemuseum in Innsbruck. Äh, die haben eben gezeigt, dass die Insekten natürlich vor allem, sorry, das sollte noch nicht weitergehen, dass die, die Insekten vor allem auf das blaue und ultraviolette Licht fliegen, was früher zum Beispiel die Quecksilberdampflampen hatten, die früher in der Straßenbeleuchtung häufig eingesetzt wurden. Die sind jetzt schon seit einigen Jahren verboten, deswegen nimmt die Zahl ab Und es, die Insekten werden nicht mehr ganz so stark angezogen, dass dann also zum Beispiel die gelben Natriumdampflampen wesentlich weniger Insekten anziehen, weil sie eben kein blaues Licht, keine UV-Anteile äh, im Licht haben. Und. Ähm, ja gut, aufgrund dieser Tatsache, man hat also hier dann zum ersten Mal auch LEDs äh, getestet und da hat sich gezeigt, dass die LEDs noch viel, wesentlich weniger angezogen, äh, die Insekten anziehen. Äh, da ist aber eine Frage, jetzt wird einfach äh, natürlich von der Industrie vermarktet, LEDs sind insektenfreundlicher, per se ist dem nicht so, das kann also verschiedene äh, Ursachen haben, es werden weniger sein. Naja, und äh, das Insektensterben ist natürlich jetzt ein großes Thema geworden. Äh, und dass die Lichtverschmutzung einen Anteil hat. Das hat ein Professor Eisenbeiß und ich schon mal 2009 in einem Tagungsvortrag eigentlich angesprochen. Da war also verschiedene Literatur zusammengetragen worden, aber es ist jetzt eben vor ein paar Jahren durch die sogenannte Krefelder. Studie äh, bekannter geworden und äh, da sind jetzt nun natürlich auch die Politiker äh, wach geworden und die Bundesregierung hat eben aufgrund dessen, dass eben die Insekten ja ganz wichtig für äh, das ganze biologische System sind äh, und man eben erkannt hat, dass die Lichtverschmutzung eine Rolle spielt, da äh, ist der Pfeil jetzt leider verrutscht, also Lichtverschmutzung zum ersten Mal dann auch von der Bundesregierung in diesem Insektenprogramm mit aufgenommen worden. Das zu reduzieren. Äh, vielleicht hier noch mal gerade ein Zitat aus einer wissenschaftlichen Arbeit oder einer Studie vom letzten Jahr, äh, dass also ungefähr 75 Prozent aller ähm, ja, Lebensmittelpflanzen, äh, vor allem also Früchte und eben auch ähm, ja, äh, essbares Gemüse, äh, dass die also vor allem von Tieren befruchtet werden und ganz viele von diesen befruchtern des Nachts sind eben oder sind nachtaktive Insekten, die eben durch die Lichtverschmutzung ganz massiv äh, beeinträchtigt werden. Deswegen sollte man das also auch reduzieren. Aber es sind eben nicht nur die Insekten, sondern auch die Jäger der Insekten, die Fledermäuse, die ursprünglich mal äh, ne, einen Vorteil hatten, dadurch, dass eben diese Quecksilberdampflampen viele Insekten anziehen, da hatten sie eine reiche Beute. Aber das hat natürlich letztlich das ganze Gefüge, die Lebensräume äh, der Fledermäuse durcheinander gebracht. Äh, solche angestrahlten Gebäude, etwa Kirchen, die eben gerne von Fledermäusen als äh, Wohnorte äh, benutzt werden, da fliegen die, wenn die angestrahlt werden, nicht mehr raus. Oder verspätet heraus oder ganze Flugwege werden zerschnitten. Das hier ist eine ganz neu gebaute Autobahnraststätte, wo ich mich wundere, dass die gebaut werden konnte, weil dort nämlich auch bekannt ist, dass dort eben Fledermäuse langfliegen. Das hätte dort wahrscheinlich wesentlich genauer studiert werden müssen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: das sind Fische. Äh, insbesondere Fische, die also, also einmal werden die natürlich angelockt. Äh, die Fischer in Kroatien zum Beispiel haben ganz helle Scheinwerfer auf ihren Boden, um auf die Art und Weise die Fische anzulocken. Das ist eigentlich verboten. Ich weiß nicht, seitdem Kroatien in der EU ist, ob sie es immer noch machen dürfen. Das Bild des Feuerend habe ich aufgenommen. Oder eben auch illuminierte Brücken, die häufig von unten angestrahlt werden. Die stellen regelrechte Barrieren für die Fische, für die wandernden Fische, Lachse und so weiter dar so dass man das eigentlich überhaupt nicht machen sollte ganz abgesehen davon dass es natürlich sehr viele sehr viele aquatische Insekten gibt also Insekten die im Wasser aus dem Wasser kommen die werden nämlich auch gerade durch solche Lichtquellen angezogen recht gut untersucht sind zum Beispiel auch die Vögel und da möchte ich mal ein Beispiel nennen ich hatte vor zehn Jahren hatte ich hier das Bayerkreuz äh, genannt jetzt nehmen wir mal den Posttower in äh, Bonn der war mal zeitlang immer hell beleuchtet äh, das ist eine Aufnahme, die habe ich mal Pfingsten in der Pfingstnacht gemacht. Daneben der Mond. Da sieht man, wie hell das beleuchtet ist. Ich habe mich gewundert, wie viele Postbeamten damals da äh, Pfingsten äh, an, äh, dort arbeiten sollten. Also das ist Lichtkunst gewesen. Man kann das sogar mit verschiedenen Farben anstrahlen, wie wir hier unten rechts sehen. Ähm, und äh, ich habe schon gedacht, ist das nicht da, passiert da nicht auch so ein Effekt, den man zum Beispiel in den USA oder auch in Kanada beobachtet, dass nämlich Vögel mit beleuchteten Wolkenkratzern zusammenstoßen? Ich habe keine Vögel dort gesehen, ich habe auch nicht genau nachgesucht, aber ein Biologe aus äh, Bonn hat, rief mich dann mal ein paar Wochen später an und sagte, er hätte ganze. Menge Vögel äh, an dem Gebäude gefunden, Vögel, die also durch das Licht angezogen waren, äh, mit den Scheiben kollidiert sind und dann runtergefallen sind. Ja. Ähm Inzwischen, man hat also äh, Post, das heißt inzwischen ist es ja DHL, hat verschiedene Experimente gemacht mit verschiedenen Farben, da wurden dann sogar animiert, hier so schwarze Vogelsilhouetten drüber fliegen lassen, äh, hat alles nichts genutzt, äh, letztlich wird also, so viel ich weiß, also das ist damals schon gewesen, äh, der Tower eigentlich abgeschaltet, nur noch ganz selten bei besonderen äh, Ereignissen wird er nochmal angestrahlt. Wichtig ist eine Untersuchung, die letztes, vorletztes Jahr von einem Kollegen aus den äh, USA, dem Travis Longcore, erschienen ist. Äh, die haben nämlich mal versucht äh, zu untersuchen, verschiedenste Lebewesen, äh, die Seeeigenschaften verschiedener Lebewesen und haben dann auch hier drüben verschiedene Lichtquellen untersucht. Das sind also Spektren von Lichtquellen. Äh, wie stark äh, denn eigentlich diese Lebewesen durch diese Lichtquellen beeinträchtigt werden und was sie festgestellt haben, das sehen wir hier für einige Tiaten, kann ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, äh, dargestellt äh, und hier die Farbtemperatur des Lichtes, kommen wir gleich noch mal drauf, äh, zeigt, dass äh, warmweißes Licht mit einer geringen Farbtemperatur generell äh, diese Lebewesen am wenigsten des Nachts beeinträchtigt. Deswegen die Empfehlung eine möglichst geringe Farbtemperatur zu verwenden. Das ist natürlich jetzt äh, eine Rolle, die gerade bei den LEDs äh, eine wichtige Rolle spielt, äh, wenn wir uns jetzt einfach mal äh, das menschliche Sehen uns anschauen. Wir haben zwei Sehorgane. Das sind einmal die Stäbchen, die für das sogenannte Scotopische Sehen, also des Nachts, zuständig sind. Die sind extrem empfindlich, aber nur schwarz-weiß empfindlich. Und die maximale Empfindlichkeit ist hier im Bereich das Blau-Grün, also knapp über 500 Nanometer, die entsprechende Wellenlänge. Und äh, das sind dann die Zapfen, die für das Photopische Sehen zuständig sind. Die sind nicht ganz so empfindlich, aber die können natürlich die Farben sehen. Und deren maximale Empfindlichkeit liegt hier ungefähr im gelb-grünen Bereich bei ungefähr 555 Nanometern. Wir sehen also, hier ist jetzt, sind verschiedene Kurven angegeben mit diesen verschiedenen beleuchtlichten, Bele äh, den Helligkeiten angegeben und wir sehen, für große Helligkeiten werden also vor allem die Zapfen angeregt, für geringe Helligkeiten dann vor allem die Stäbchen. Das heißt, äh, wir sehen eigentlich blaugrünes Licht viel empfindlicher in der Dunkelheit als etwa dieses gelbgrüne Licht. Und das Interessante ist nun, dass die LEDs, die neuen Halbleiter, Detektoren und wir kriegen ja fast nur noch LED-Beleuchtung, dass die vor allem hier im Blauen leuchten, wo unser Auge auch am empfindlichsten ist. Hier ja, eigentlich eher noch mehr hier drüben. Dort, wo es am empfindlichsten ist, äh, emittieren sie eigentlich relativ wenig Licht. Und hier hinten dann im blau-grün wieder viel. Das kommt durch eine Phosphorschicht, die auf diesen LEDs ist. Normalerweise strahlen die im blauen und diese Phosphorschicht äh, konvertiert dann hier ins gelbe und äh, rote und deswegen erscheinen die dann eben weiß. Das sind die normalen Weißlicht-LEDs. Man bezeichnet das übrigens auch nach dem russischen... Ähm, ich glaube, es war sogar ein Astronom, Burkinje, der hat das zum ersten Mal gefunden, übrigens bei Sternen. So, was heißt das, wenn wir blaues Licht haben oder Licht mit hohen Blauanteilen? Und äh, das sollte ich noch sagen: das sind verschiedene LEDs, wir haben die. Rote, das ist eine warmweiße LED mit einer Farbtemperatur von ungefähr 3000 Kelvin. Da ist dieser Blau Peak gering. Und dann haben wir hier so eine kaltweiße, ich glaube das ist 6000 Kelvin, kann ich jetzt hier nicht lesen. Äh, da ist also der blaue viel, viel höher, äh, der Anteil. Ja, und wenn wir also eigentlich blaues Licht haben, dann erscheint uns das viel, viel heller als das, wo wir eigentlich auch Lux und alles messen, wo unsere Normen drauf an, ausgelegt sind. Also, eigentlich messen wir nachts was Falsches. Und äh, wir können das jetzt mal anschauen. Wir haben hier eine Straße, die mit gelbem Licht, mit Natriumlicht beleuchtet ist, beleuchtet war. 25 Lux. Die ist dann umgerüstet worden auf eine LED, auf LED-Beleuchtung mit 4000 Kelvin. In Wirklichkeit ist das der gleiche Standpunkt, ich habe mich nur umgedreht. Also der eine Hälfte der Straße ist hier auf LED umgerüstet worden. Und wir sehen, äh, da haben die Planer schon eine geringere Helligkeit angesetzt, nämlich nur 19 lux. Ja. Und das wird nach halb elf, nach 22.30 Uhr halbiert auf 9 lux. Und trotzdem erscheint diese Straße mit 9 lux beleuchtet immer noch heller wie diese 25 Lux mit gelbem Licht. Äh, das sind wir ja von Natriumdampflampen, sind ja noch viele Straßen so beleuchtet gewöhnt. Das heißt, man kann, könnte wirklich, wenn man auf LED umrüstet, die Beleuchtungsstärke erheblich reduzieren und haben immer noch den gleichen Helligkeitseindruck. Aber stattdessen wird eben heller gemacht, weil eben die Norm vorschreibt, dass wir hier vielleicht mit 20 Lux äh, beleuchten müssen. Wir messen nämlich kaum diesen Blauanteil. Da wird über dieses sogenannte -Verhältnis, das sogenannte S-zu-B-Verhältnis, das hier angegeben, äh, berücksichtigt. Man könnte also, wenn man auf 4000 Kelvin umrüstet, fast auf ein Drittel des Niveaus runtergehen. Es wären äh, Einsparungen möglich. Ähm, in England, äh, Großbritannien wird das berücksichtigt. Man kann dann die Stärkeklasse niedriger beleuchten. Äh, bei uns äh, ähm, noch nicht. Und ähm, ja, ein anderes Problem ist auch überhaupt die Helligkeit. Hier habe ich mal eine Luftaufnahme, die Chris Kriber gemacht hat. Und ähm, das ist eben äh, eine Stadt in, in, im Westhavelland, ich würde jetzt mal nicht sagen, welche. Man sieht, da ist die Innenstadt umgerüstet worden viel heller als die Straße vorher. Ja? Das heißt, man braucht gar, eigentlich gar nicht diese Helligkeit. Ja? Das ist halt teilweise bis 130 lux. Ich habe hier Messungen am Boden gemacht, ja? während hier hinten normalerweise die Straßenbeleuchtung höchstens mal 20 lux ist. 20 lux reicht voll und ganz. Äh, in Wohngebieten kann man also ein bisschen um Beleuchtungsstärke von 2 lux runtergehen. Es wird leider alles ganz anders gehandhabt. Äh, man bezieht sich immer auf die DIN-Norm, die EN-Norm, DIN, also deutsche Industrienorm, EN, europäische Norm 13201, äh, regelt eben die Straßenbeleuchtung. Äh, viele interpretieren das als Gesetz, das ist kein Gesetz, das ist nur eine Empfehlung und es ist auch noch keine kommune Verklagt worden, dass sie diese Norm nicht eingehalten hat, weil in vielen Kommunen konnte sie bislang nicht eingehalten werden, weil es viel zu teuer geworden wäre. Und bei Modernisierung versucht man nun aber häufig, weil LED-Licht ist inzwischen billig geworden, man versucht halt äh, dann eventuell doch diese Norm höher zu schrauben. Dabei kann man eben in der Norm auch möglichst niedrig beleuchten. Äh, das ist also sehr gut machbar. Und Berlin gibt das vor, denn die beleuchten nicht nach sondern deutlich geringer, da ist also die Beleuchtungsstärke vorgegeben, 2 bis 12 lux äh, für Wohn- bzw. für Hauptstraßen, die Farbtemperatur darf nicht, heller wie, äh, nicht höher wie 3200 sein, also ein schönes warmweißes Licht und Anstrahlungen werden um Mitternacht abgestellt, das ist also das Lichtma der Lichtmasterplan von Berlin, das zeigt, es geht, man kann es machen. Tatsache ist aber ganz anders. Parkplätze ist auch die Norm vorgegeben: 10 bis 20 Lux äh, für einen sehr oft benutzten oder sehr stark intensiv benutzten Parkplatz. Ja. Das ist ein Beispiel hier für einen Parkplatz, der eigentlich ganz gut beleuchtet ist: 7 bis 15 Lux, das ist ganz okay. Direkt daneben ist ein neuer Supermarkt hingebaut. Ja, die haben direkt äh, Licht draufgeballert. Da ist es dann 77 Lux. Also drei- bis viermal so hell, wie es sein müsste. Ganz abgesehen davon, dass gar kein Auto da steht. Äh, das ist Energieverschwendung. Und. Wenn wir heute Abend hier den Vortrag äh, im Museum gemacht hätten, wenn Sie rausgegangen wären zum Parkplatz, da wären Sie immerhin auch auf eine Beleuchtungsstärke hier am Parkplatz von 120, 130 Lux gestoßen. Also auch hier eigentlich eine Energieverschwendung. Es muss nicht so hell beleuchtet werden hinzu kommt das problem dass die led-beleuchtung äh, weil sie das licht in ganz kleinen volumen äh, in ganz kleinen äh, Fläche erzeugt wird extrem blendend ist und damit auch durchaus das auge schädigen kann da hat zum Beispiel die Strahlenschutzkommission schon darauf hingewiesen, da hat zum Beispiel die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin schon hingewiesen. Offenbar wird das alles ignoriert. Und in der Strahlenschutzkommission, steht, also Strahlenschutzkommission, in den Empfehlungen steht drin, dass eine Beleuchtung. Jenseits von 730 Candela pro Quadratmeter bereits eine Blendung ist. Aber es gibt äh, Firmen, die LEDs herstellen, die sich damit loben, äh, rühmen, dass sie also eine LED gebaut haben mit einer Leuchtdichte von 34 Millionen Candela. Und gelbes Licht blendet auch weniger. Das hat wirklich Auswirkungen, weil es gibt im Prinzip die Lei, die Lichtemissionsrichtlinie. Die diese Blendung eigentlich. Empfiehlt. Das ist auch nur eine Empfehlung, ist kein Gesetz. Und da hat es vor zwei Jahren Gesetz, äh, einen Fall gegeben, ähm, südlich von München. Da haben Anwohner geklagt, dass sie die Straßenbeleuchtung zu sehr stört. Normalerweise äh, ist diese Lichtemissionsrichtlinie nicht auf, Straßen, auf öffentliche Straßenbeleuchtung anwendbar, sondern nur auf private. Aber das Gericht hat hier gesagt, wir haben kein anderes Mittel. Und dann haben die einen Sachverständigen gefragt, und das ist eine äh, renommierte äh, Leuchte in der Anfangsphase und dann haben die die untersucht und haben festgestellt, dass diese Blendung durch diese Leuchte viel zu hoch ist. Und die Stadt, äh, wo die Bürger anfangs übrigens angeboten haben, äh, das selbst zu bezahlen, eine Umrüstung in weniger blendende Leuchte, jetzt ist die Stadt verdonnert worden. Sie muss diese Leuchten umrüsten. Das ist ein Problem, das im Zusammenhang mit den LEDs noch gar nicht richtig erkannt ist, denn jeglichen Flutlichter, die Sie überall auf dem Supermarkt kaufen können, die LED-Flutlichter, die haben, wir haben hier mal Messungen gemacht, die haben eine leuchtdichte von 100.000 bis anderthalb Millionen Candela pro Quadratmeter das sind also extrem blendend wir sehen dass hier das ist eine rettungsstation die so äh, beleuchtet ist äh, und die auch weit hinaus leuchtet und in dieser lichtemissionsrichtlinie wird eben festgelegt dass die beleuchtungsstärke auf dem wohngebiet maximal ein lux sein darf hier ist es wahrscheinlich sogar mehr ja, und jetzt kommt noch dazu, dass wir nämlich neben den Stäbchen und den Zapfen seit ungefähr 15 Jahren wissen, dass wir noch ein drittes Sehorgan im Auge haben, was zwar nicht sehen kann, aber das ganz wesentlich für blaues Licht empfindlich ist. Und diese Sehzellen schicken äh, das Signal an unser Gehirn und äh, in der Hirnanhangdrüse wird eben dieses... Melatonin, dieses Hormon produziert. Und das ist ein ganz wichtiges Hormon, um zum Beispiel ähm, ja, Krankheiten zu unterdrücken. Und äh, um das, damit das produziert werden kann, muss es dunkel sein. Wir müssen also im dunklen schlafen, blaues Licht. Unterdrückt diese Melatoninproduktion. Das haben Sie sicher schon gehört. Es wird ja immer empfohlen, dass man eben abends vorm Schlafgehen nicht mehr äh, aufs Tablet oder aufs Smartphone schauen soll, weil die eben viel Blaulicht erzeugen. Die Hersteller haben inzwischen reagiert. Es gibt ja so einen Nachtmodus oder sowas. Ja, aber wir sehen hier oben der Kurve, das ist eben Melatonin. Das wird also vor allem in der dunklen Nacht erzeugt, also nachts in Räumen äh, sollte es dann eben dunkler werden. Dafür haben wir äh, tagsüber eigentlich zu wenig blaues Licht, was eben äh, viel wichtiger ist, weil wir immer im Raum sind. Wir sollten also tagsüber mehr rausgehen in die Sonne, wo wir eben auch viele blaue Lichtanteile haben, aber nachts eben Möglichst wenig Licht. Äh, ja, was die Störung der Melatoninproduktion bewirken kann, äh, kann zu Schlafstörungen führen, äh, herz krauslauf -Störungen. Da gibt es inzwischen hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten, die da sowas nachweisen. Schwächung des Immunsystems, Störung des Stoffwechsels, erhöhtes Risiko für Volkskrankheiten, äh, Volkskrankheiten bis hin eben äh, offenbar zur Unterstützung gewisser äh, Brust- oder prostatakrebs krebs äh, Krankheiten und wie das gestört wird, diese Melatoninproduktion, das sieht man hier durch helles Licht. Das sind Untersuchungen, die an der Charité in Berlin gemacht worden sind. Da ist eben Licht angemacht worden und man sieht eben, dass dann die Melatoninproduktion zurückgegangen ist, während ohne Licht oder mit ganz schwachem Licht die im Lauf der Nacht weiter da war. Ähm es gibt jetzt so ein Stichwort Human Centric Lighting, das die Leuchtenindustrie gerne verwendet. Gesundes Licht heißt eben, dass man nachts möglichst wenig Blauanteile hat, weil sonst eben diese Melatoninproduktion unterdrückt würde. Äh, es sollte eben gelbes oder eben besonders warmes Licht sein. Und noch eine ganz aktuelle Sache, gerade vor kurzem, nein, es sind inzwischen schon mehrere Arbeiten erschienen. Das ist eine Arbeit, die von chinesischen und amerikanischen Wissenschaftlern gemeinsam erschienen ist, bei all den Diskussionen, die es gibt. Ne? Man hat eben festgestellt, äh, dass eben Melatonin oder dass eine erhöhte Melatonindosis im menschlichen Körper, genauso wie das sogenannte Sonnenvitamin, Vitamin D, äh, eine höhere Dosis, durchaus äh, ein Hilfsmittel sein kann, um eben die Coronaviren zu unterdrücken. Äh, es ist kein unmittelbares Hilfsmittel, es ist einfach äh, ein, ähm, eine Unterstützung. Und äh, ja gut, äh, ich habe hier mal so ein paar Melatonin-Medikamente gesammelt. In den USA kann man die ja überall so einfach kaufen. Äh, in Deutschland ist es ja nicht äh, gestattet. Man sollte also nicht unbedingt auf Tabletten äh, zurückgreifen, sondern man sollte eben in der Dunkelheit wirklich Licht mit möglichst geringen Blauanteilen haben und das über eben raus in die Sonne gehen, um eben möglichst viel ähm, Vitamin D zu produzieren. Ja, hier haben auch mal chinesische Wissenschaftler die Untersuchungen die Straßenbeleuchtung gemacht und äh, verschiedenes festgestellt mit verschiedenen Farbtemperaturen, dass die Korrekturen die angebracht werden müssen vernachlässigbar sind, dass die Dunkelheit, die Adaption des Auges an die Dunkelheit äh, bei warmweißen oder gelben Leuchten am, am wenigsten gestört wird. Das ist zum Beispiel auch nachts, wenn man draußen Auto fährt, hilfreich. Dass das Farberkennen äh, bei 3000 Kelvin durchaus schon gut ist. Äh, dass eigentlich dieses gelbe Licht eben bei Nebel und Dunst äh, viel bessere. Sehen ermöglicht, weil die Transmission viel besser ist und natürlich ist auch dann die Lichtglocke über den Städten äh, am geringsten. Die Chinesen haben also damals gesagt, dass eben diese Farbtemperatur von 3000 Kelvin guter Kompromiss sei. Äh, inzwischen ist das äh, von der amerikanischen Medical Society empfohlen worden, dass man als Straßenbeleuchtung in den Städten 3000 Kelvin und nicht mehr nehmen sollte, aus Gesundheitsgründen. Inzwischen ist es in Frankreich gesetzt, das zu verwenden nur in deutschen Kommunen wird weiterhin eine Farbtemperatur häufig von 4000 Kelvin angebracht, äh, weil es angeblich energieeffizienter ist. Das sind wenige Prozent. Die Gesundheit und der Umwelteinfluss auf die Natur wird da nicht berücksichtigt. Äh, es ist also dringend äh, empfohlen, dass man in Deutschland auch verstärkt darauf achtet, nur noch 3000 Kelvin maximal einzusetzen, lieber noch weniger. Ich hatte vorhin die Werbebeleuchtung angesprochen. Da wird viel erzählt. Und wir haben es jetzt mal gemacht. Wir haben also äh, solche Werbeschilder gemessen und haben gesehen, dass man da durchaus mal 1000 Kandela erreichen kann, ja. Äh, und ähm, damit also eigentlich schon das blendend ist. Uh, aber es zeigt sich also, wenn man 50 Candela hat, das reicht überall. Also man sollte wirklich äh, die, die Leuchtdichten von Werbeschildern auch auf 50 bis 100 Candela ähm, beschränken. Ähm, inzwischen werden ja immer mehr solche LED-Werbetafeln auch an Straßen aufgebaut. Äh, ja, ich habe hier mal eine gemessen, 120 Candela pro Quadratmeter erscheint, wenn man das so sieht, recht nicht allzu schlimm, aber wenn man mal sieht, das ist eine Straßenbeleuchtung. Ich habe bewusst jetzt hier auf die Straßenbeleuchtung mal, auf die Straßenhelligkeit. Ähm, Belichtet, ja, dann ist es viel zu hell, dann ist es blendend. Und wenn Sie sowas Blendendes haben, dann kommt immer der Wunsch, dann wird gesagt, ja, da ist ja die Straße viel zu dunkel, dann müssen wir die auch heller machen. Nein, das Umgekehrte sollte man machen. Man sollte die Leuchtdichte reduzieren äh, und eine gleichmäßige Helligkeit machen. Das wird von vielen gefordert. Ich habe da eine ganze Liste, äh, welche Vorteile es dadurch gibt. Das geht. Ein anderes Beispiel. Also in der Nähe hier, preußisch Oldendorf, gibt es äh, in dieser Stadt, die 16.000 Einwohner hat, wird bedarfsorientiert beleuchtet. Äh, man nennt das heute auch Smart Lighting. Das ist eine Aufnahme, die ich mal vor zehn Jahren gemacht habe. Das war kurz vor Mitternacht und äh, dann gucken wir mal nach Mitternacht. Um Mitternacht wird die, fast die gesamte Straßenbeleuchtung im Ort abgeschaltet. Nur an Kreuzungen und so weiter bleibt es an. Inzwischen sind große Teile der Beleuchtung auf LED umgerüstet. Da habe ich gedacht, naja, ihr macht ja jetzt sicher die ganze Nacht das Licht aus, weil das ist ja üblich. LED verbraucht ja weniger Strom, da kann man also ruhig äh, die ganze Nacht brennen lassen. Nein. Jetzt wird sogar um elf abgeschaltet und keiner beschwert sich, ja, weil vorher man ja gewöhnt ist, dass um zwölf abgeschaltet wird. Wenn jetzt irgendeine andere Kommune anfangen will und will abschalten, dann gibt es immer ein großes Geschrei, Sicherheit und was alles. Aber es geht. Man muss sich nur dran gewöhnen und äh, man sieht, der Himmel wird dadurch dunkler und man hat auch wirklich den Eindruck, dass in dem Ort Nacht geworden ist, dass nicht mehr irgendwelche helle Licht, blendende lichtquellen sind man kann dadurch auch viel energie einsparen aber wie gesagt es kommt immer der schrei die sicherheit ja und da gibt es eben jetzt vor ein paar Jahren ist eine Studie in England erschienen. Äh, die Engländer, die müssen und in Wales, die müssen auch äh, Energie sparen und äh, Geld sparen und reduzieren deswegen die Beleuchtung. Aber im Gegensatz zu Deutschland ist dort also mal äh, eine Untersuchung, die sogenannte Ländernstudie, gemacht worden in 62 von 174 Kommunen. Äh, da hat man dann 12.000 Kilometer Teilabschaltung, 10.000 äh, Kilometer Reduzierung, äh, relativ wenig 946 Kilometer Abschaltung. Und man hat jetzt für diese Kommunen auch mal die Fallzahlen für Unfälle, für Einbrüche, Diebstähle von aus Autos, Gewaltdaten zusammengefasst und hat nun das alles statistisch untersucht und was herauskam war nichts. Wenn also abgeschaltet wird, reduziert wird, die Unfälle, die Einbrüche, die Diebstähle werden nicht mehr. Es ändert sich nichts. Es ist kein Zusammenhang feststellbar. Ja, jetzt ein Beispiel äh, LED, wie man es nicht machen sollte. Ein Beispiel aus Osnabrück. Ähm, da gibt es äh, so einige Bauernschaften im Umweltfeld, äh, die durch Straßen auch äh, benutzt wurden, die jahrelang unbeleuchtet gewesen sind. Die müssen auf einmal beleuchtet werden. Mit LEDs geht ja. Ist ja billig, bis auf die Installation. Und hier hat man jetzt also gesagt, okay, wir machen das jetzt mal eine adaptive sorry, Beleuchtung, wir machen das umweltfreundlich. Äh, normalerweise ist also das Niveau so 1 bis 5 lux. Ne? Und wenn jetzt ein Fußgänger, ein Auto oder ein Fahrradfahrer vorbeikommt, dann gehen wir auf volle Helligkeit, da wird es 23 lux her. Ich bin da mit dem Fahrrad lang gefahren. Hier hinten kommt gerade ein Auto an. Ne? Also man fühlt sich auf einmal wie im Rampenlicht darstellt. Vorher war es hervorragend mit diesen 1 bis 5 Flugs. Das ist eine ganz angenehme Helligkeit. Das würde voll und ganz reichen, wenn man unbedingt beleuchten muss. Stattdessen wird aber hell erleuchtet. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt, der bumerang effekt äh, Energie ist billig, also können wir ruhig mehr und mehr beleuchten. Ein beispiel so sollte man es nicht machen. Fahrradbeleuchtung, Fahrradwegbeleuchtung oder so Nebenstraße 5 flugs ist eigentlich auch nach der DIN-Norm absolut ausreichend, man muss nicht mehr machen. Anderes Beispiel, dass die Stadt Springe, kurz vor Hannover. Das ist vielleicht mal ein Beispiel, was vielleicht etwas ähm, positives Beispiel ist. Vielleicht nicht so ganz sehr, wenn wir uns die Satellitendaten uns anschauen, dann sehen wir äh, die Lichtverschmutzung, die emittierte Menge des Lichts hat zugenommen. Und dann hier 2018 ist es auf einmal viel heller geworden und dann wieder schwächer. Ja, hier haben auch die Politiker gefordert, aus äh, Sicherheitsgründen, äh, vorher war das Licht zwischen 0 und 4 Uhr aus, äh, es soll jetzt beleuchtet werden. Da ist es also beleuchtet worden. Und dadurch ist es heller geworden. Da hat man aber gesagt, nee, das kostet zu viel und so weiter. Und da hat man jetzt ein Konzept entwickelt äh, und das ist jetzt im letzten Jahr und bis jetzt umgerüstet worden, dass man wieder reduziert. Und man sieht, man lässt das Licht an, aber reduziert. Und ich äh, habe jetzt dort Untersuchungen gemacht, da ist man also hingegangen und hat zum Beispiel mal die Verkehrsdichte auf der Hauptstraße gemessen. Da sieht man im Laufe der Nacht, geht diese Verkehrsdichte ganz beträchtlich runter. Und entsprechend schaltet man jetzt die Beleuchtung. Das heißt, um halb elf, äh, ja, 22.30 Uhr wird nur noch ein Drittel der Beleuchtung genommen, die sonst ist. Und das sieht man hier sehr schön. Ja. Das heißt, ein Drittel Beleuchtung, da ist also... Beleuchtungsstärke gerade nur noch äh, drei Lux und äh, wir haben hier noch mal einen Blick in die Innenstadt. Äh, da sieht man es ganz deutlich, wie dunkel das ist. Aber das reicht, das geht und so muss es sein. Also wir müssen auch alles voll abgeschirmte Leuchten aus in der Stadt und es ist ähm, ähm, warmweißes Licht mit 3000 Kelvin. So, jetzt noch eine kurze Sache. Wir müssen natürlich irgendwie feststellen, wie diese Lichtverschmutzung sich ändert. Ich hatte vorhin schon ein Beispiel gebracht. Von Satelliten können wir das machen. Hier haben wir also eine Satellitenkarte von Deutschland mit unseren Dunkelgebieten hier, Westhavelland, hier haben wir die Rhön, dann haben wir Sternpark in der Eifel, Nationalpark Eifel, die Winkelmoosalm, hier unten in Alpen äh, und, und dann noch die Stadt Fulda. Ne? Ähm, und äh, wir können es natürlich eben von der ISS machen oder eben, da können wir wenigstens auch die Farben sehen. Hier sehen wir keine Farben oder eben auch aus dem Flugzeug. Das ist also ein Flug über Fulda. Wir können es messen. Dazu gibt es so ein kleines handliches Gerät, das sogenannte Sky Quality Meter, das eben auch in letzter Zeit immer populärer bei Hobbyastronomen gemacht äh, worden ist. Das ist gerade so groß wie eine Zigarettenschachtel. Damit kann man also direkt die Himmelshelligkeit äh, messen. Ich mache das noch ein bisschen weiter. Ich habe also kann, auf, kann das aufs Dach. Montieren, habe dann gleichzeitig hier ein GPS drin, das heißt, ich kann auf die Art und Weise ganz effizient äh, gleichzeitig Helligkeit und Port, Ort äh, messen. Mein Sohn hat dann noch ein Programm geschrieben, dass man das auch mit dem Handy benutzen kann, das geht auch alles, also da nimmt man die Position aus dem Handy und kann dann eben gleichzeitig das hier messen, Ort und Helligkeit. Äh, da gibt es ein Programm von Spanien. Äh, die haben das dann Roadrunner genannt und deswegen habe ich hier mal einen Roadrunner, den ich mal in den USA fotografiert wurde nehmen konnte, dann habe ich mal da dann zugenommen. Ja, das zeigt hier. Das sind also so Messfahrten, die ich zum Beispiel um Osnabrück gemacht habe. Am besten geht das über die Autobahnen und wir können dann eben sehen, wie die Himmelshelligkeit von der Stadt im Stadtinneren ist natürlich am hellsten, dann nach draußen abnimmt. Wenn man mal an einer anderen Stadt vorbeifährt, dann wird es wieder heller. Also so können wir sehr effizient die Himmelshelligkeit messen. Ich habe also inzwischen viele Messungen im ganzen Norden Deutschlands schon Zusammen, aber auch in anderen Regionen. Dann haben wir eine neue Software auch. Jetzt seit einigen Jahren benutze ich die äh, für diese Fischaugenaufnahmen. Äh, das sind halt äh, Fischaugenobjektive und äh, Kameras. Ich habe die hier auf so einer kleinen astronomischen Montierung. Die werden dann aufgenommen und diese Daten können ausgewertet werden. Da bekommt man dann also heraus die Leuchtdichteverteilung über den ganzen Himmel und auch die Farbtemperatur über den ganzen Himmel. Die Software heißt Sky Quality Kamera. Das ist auch eine sehr effiziente Methode, mit der man die Untersuchung machen kann und dann auch weiter auswerten. Jetzt werden sich sehr viele wundern, ähm, gerade in den letzten zwei Monaten, drei Monaten ist der Himmel extrem dunkel. Woran liegt das? Das ist eine Tagaufnahme, wir haben keine, so gut wie keine Kondensstreifen am Himmel. Dadurch, dass der Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist, ist der Himmel deutlich dunkler geworden. Wir haben dunkelheitswerte jetzt in diesem monat am himmel beobachtet da habe ich vorher nur von träumen können also man sieht die aerosolkonzentration der atmosphäre hat natürlich auch eine auswirkung und solche messungen brauchen wir dann eben auch zum beispiel für die stadt fulda die ja dark sky city werden wollte und das im vergleich mit flagstaff in den usa die schon seit vielen jahren dark sky city ist Und was sehen wir gleiche belichtungszeiten ja äh, offenbar sind die Deu Städte in Deutschland äh, durchaus äh, dunkler und das war für mich eben das Argument, äh, auch äh, Fulda zu sagen, ja Mensch, könnt ihr euch nicht mal überlegen, dass auch mal Dark Sky City wird. Gut, es ist nicht ganz so einfach, weil man eben kaum voll abgeschirmte Leuchten hat, das ist eben Voraussetzung. Immerhin, die Stadt hat sich bekannt und es ist nicht so sehr die Verwaltung und die Politik gewesen, die das vorangetrieben hat, sondern der lokale. Energieversorger, der die Beleuchtung dort installiert. Also, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist aber auch das Marketing in der Stadt gewesen. Die wollten einfach ein besseres Licht auch haben. So haben wir also dort eine Lichtrichtlinie gemacht. Und natürlich wollen wir auch wissen, wo kommt das Licht her? Wo kann man was machen? Ja? Und deswegen ist eben so eine Aufnahme äh, aus dem Flugzeug hilfreich. Wir sehen also hier halt die Straßen, aber wir sehen eben auch äh, Industriegebiete, die haben wir uns dann vor Ort angeguckt, um zu sehen, was kann man da vielleicht noch verbessern. Wir haben auch Messungen gemacht. Zum Beispiel wird abends hier der Dom, der ist hier jetzt schon ausgeschaltet, angestrahlt. Und wir haben hier mal verschiedene Messpunkte in der Stadt gemacht, an der Sternwarte zum Beispiel, hier in der Fulda auch an der Hochschule ist, so ein SQM installiert, um mal herauszukriegen, was macht es das aus. Denn Es ist folgendes, Hier haben also, das ist das Messet ab unten in der Fulda gewesen, haben also aus so einen Sky Quality Meter gebaut und ich habe die Aufnahmen gemacht. Ähm, wir wollten einfach herausfinden, um halb elf wird also die LED-Beleuchtung, 22.30 Uhr wird die LED-Beleuchtung halbiert in Fulda. Und das wussten wir genau, wir wussten genau, wie viel Leuchten es gibt. Und das sind jetzt die Aufnahmen, die dann der Fuldaauer entstanden sind. Kurz vor 10, denn um 22 Uhr ist er hier noch, scheint er an Himmel, wird der Dom abgeschaltet. Da geht durch die Flutlichtstrahler ganz viel Licht am Dom vorbei. Da wird es dann schon deutlich dunkler. Uh, und dann um 22 das ist also 22.05 Uhr, kurz nachdem er ausgeschaltet ist, und dann um 22.35 Uhr, also wenige Minuten, nachdem dann auch die Straßenbeleuchtung reduziert worden ist, ist es dunkler. Hier sehen wir, das sind die Messungen. Uh, hier das, ist das Abschalten des Doms wird es dann dunkler und hier wird die Straßenbeleuchtung dunkler. Und wir konnten dadurch, was wir wissen, wie viel Straßenlicht hier weniger ist, konnten wir dann immerhin abschätzen, wie viel Licht kommt von der Straßenbeleuchtung, wie viel kommt von der nicht öffentlichen. Also äh, Industrie und so weiter Beleuchtung. Das scheint ungefähr halbe halbe zu sein. Ähm, das werden wir uns nächste Woche auf der Tagung äh, auch präsentieren. Ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Frankreich hat ein Gesetz gegen Lichtverschmutzung und zwar um Energie einzusparen. Und dieses Gesetz ist bereits im Jahr 2013 erlassen worden. Man wollte zwei Terawattstunden einsparen, entsprechende Viertelmillion. CO2. Zudem gibt es in Frankreich äh, von der Dark Sky Gruppe dort einen Wettbewerb: Ville et Village et Toilets Städte, Kommunen, Gemeinden, die das Licht reduzieren oder sonst wie, die können Sterne bekommen. Je besser sie das machen, desto mehr Sterne bekommen sie. In diesem Gesetz stand schon drin: Eine Stunde nach Nutzung müssen also Gebäudebeleuchtungen abgeschaltet werden. Äh, die Werbebeleuchtung muss spätestens um 1 Uhr ab, Schaufenster abgestellt werden und um 1 Uhr muss auch die Anstrahlung abgestellt werden. Nur, da hat sich kaum einer dran gehalten, oder? Auch kontrolliert. Und die französischen Umweltverbände haben daraufhin den Staat Frankreich verklagt. Und der Staat Frankreich musste also dann auch eine Ausführungsverordnung erlassen. Äh, die ist vom, am 27.12. veröffentlicht worden. Also man sieht, zwischen Weihnachten und Neujahr wird fleißig gearbeitet und ist jetzt seit dem 1.1. dieses Jahres gültig. Ja, und da steht das also noch. Mal drin, eine Stunde nach Nutzungsende muss abgeschaltet werden. ULOR, also das Licht, was nach oben geht, darf nicht mehr wie 4% sein. Das ist in unseren Augen auch der Dax Sky Gruppe in Frankreich eigentlich zu wenig. Aber das meiste Licht muss eben nach unten gehen und es darf in der Außenbeleuchtung nur noch maximal 3000 Kelvin benutzt werden. Und die Gesamtlichtmenge ist begrenzt die auf der Fläche entstehen. Es darf also die Straßen nicht beliebig hell erleuchten. Ja. Und in Naturparks ist es dann noch viel strenger. Da muss dann also wirklich dieses Gelb... Licht, also gelb-weiße Licht verwendet werden, die dürfen nicht nach oben strahlen. Wasserflächen dürfen nicht beleuchtet werden, Skybeamer sind äh, erlaubt, nicht mehr erlaubt. Und äh, was ein ganz großer Einschnitt ist, in Frankreich gibt es ganz viele Kugelleuchten. Und diese Kugelleuchten, die dürfen natürlich nicht mehr eingesetzt werden, die also mehr als der Hälfte des Lichts nach oben abstrahlen, sondern die müssen sogar bis zum 1. Januar 2025 umgerüstet werden. Es gibt inzwischen ich hatte schon erwähnt, bei uns kein Gesetz, aber Regelungen. Wir haben eben diese Lichtemissionsrichtlinie, die ist ganz wichtig. Und äh, Benedikt Huggins, der hat hier an der Universität Münster äh, seine Doktorarbeit gemacht und hat dort eben untersucht, welche Gesetze, welche Regelungen in Deutschland anwendbar sind. Äh, äh, und da ist eben herausgekommen, dass man durchaus eine ganze Reihe gesetzlicher Regelungen hat, äh, die man anwenden kann. Das ist dann auch in, ein, äh, noch in einer äh, öffentlichkeitswirksamen Broschüre hier vom Bundesamt für Naturschutz äh, publiziert worden. Die, also dass äh, diese dieses Skript das kann man sich kostenlos beim Bundesamt für Naturschutz ab, äh, herunterladen. Aber es gibt in Deutschland einen massiv großen Lichtverschmutzer. Nicht öffentliche Beleuchtung. Es sind ein paar Städte, die bekannt sind. Und es sind nicht die Stadtzentren, die hier am hellsten sind, sondern Flecken daneben. Und das sind Fußballstadien. Fußballstadien. Und zwar der Satellit, der fliegt nur nachts ungefähr zwischen zwei, ja, zwischen 1 und 3 Uhr hier drüber. Da fragt man sich, warum sind diese Fußball, müssen diese Fußballstadien nachts in den Städten, in Leipzig, in München, in Stuttgart, warum müssen das dort die hellsten Lichtquellen sein? Ist wie die illuminierten Gewächshäuser in Holland. Äh, man hat dort Lampen, um das Rasenwachstum zu fördern. Ob das sein muss, ist eine andere Frage. Und jetzt noch mal ein paar Tipps, die jeder zu Hause machen kann, weil jeder ist eigentlich dafür verantwortlich, was dagegen zu tun. LED-Fluter sollte man nicht so montieren, sondern wirklich nach unten geneigt, dass sie und man sollte sie auch nicht zu so hell machen, weil äh, die Werbung wird immer suggeriert, möglichst hell alles bestrahlen, aber das sollte man nicht machen. Man sollte nicht solche freistrahlenden LED-Röhren nehmen, weil die strahlen viel Licht nach oben weg, was unnutz ist sondern soll unten beleuchtet werden. Man sollte Doppelbeleuchtung vermeiden. Ja? Hier ist eine LED-Röhre und dann ist oben noch eine sehr schön, gut abgestrahlte Beleuchtung, das sollte man vermeiden. Vielen um, das äh, auch Privatbeleuchtung ja sollte man das haben wir also versucht im Sternpark mit einfachsten Methoden man kann dann hier solche Reflektorlampen nehmen reinsetzen dann kann man das sehr einfach erreichen man sollte natürlich das was palettenweise auf den Baumärkten und Supermärkten liegt nicht diese Solarstrahler nehmen weil das ist Sondermüll da sind billige Akkus drin die normalerweise 500 Ladezyklen haben die werden ja jeden Tag geladen und des nachts entladen das heißt nach anderthalb Jahren bis zwei Jahren ist das so ein Sondermüll, denn niemand geht hin und nimmt dort die äh, Akkus raus oder diese kleinen Solarleuchten, die es immer gibt. Da muss man bedenken: denken, hier unten auf dem Fußboden haben die 30 Schlucks, da ist es heller wie auf einer Hauptverkehrsstraße und die armen Bodenkäfer und anderen Bodentiere, die da leben, die werden also dadurch natürlich massivst beeinträchtigt. So, äh, man sollte darauf achten eben auf die Farbtemperatur. Das muss inzwischen überall drauf stehen. Äh, man sollte darauf achten, dass man möglichst geringe Helligkeit hat. Das soll ja nicht mehr in Watt angegeben werden, sondern in Lumen, also so ein paar hundert Lumen, das reicht häufig. So, und jetzt bin ich natürlich ganz weit in der Zeit vorangeschritten. Jetzt wollte ich natürlich noch ein bisschen was zum Sternpark sagen. Darf ich das noch? Ja, okay. ja? gut. Okay, also wir, äh, es gibt noch immer dunkle Gebiete in Deutschland. Die wollen wir natürlich erhalten. Und das geht über Sternparks und die werden äh, nach der International Dark Sky Association äh, zertifiziert. Und äh, wir haben in Deutschland drei Großschutzgebiete. Das sind eben äh, die Naturparks, äh, das sind ungefähr 27 Prozent der Fläche der Bundesrepublik, die relativ geringen Schutzstatus haben. Dann die Biosphärenreservate, wo man versucht, einen Ausgleich zwischen Nutzung und eben auch Schutz hinzubekommen. Und schließlich die Nationalparks, das ist die kleinste Fläche, äh, die am stärksten geschützt sind. Und unser Ziel war so ein bisschen, in je, jedem dieser Großschutzgebietskategorien wenigstens ein Beispiel zu haben. Was muss man machen, um so ein International Dark Sky Place nach den Anforderungen der International Dark Sky Association zu werden? Man muss die Himmelshelligkeit messen. Man muss einen Leuchtenkataster machen, muss also gucken, was für Leuchten sind da, sind die gut, sind die schlecht, gegebenenfalls die Leuchten umrüsten. Äh, man muss Beleuchtungsempfehlungen erarbeiten und man muss natürlich die Zustimmung dann der Kommunen, die für die Beleuchtung verantwortlich sind, äh, bekommen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Anerkannt sind also jetzt Naturpark Westhaveland bei Berlin, das Biosphärenreservat Rhön in der Mitte Deutschlands, Nationalpark Eifel im Westen und die Winkelmoosalm in äh, in den Alpen und äh, dazu kommt halt noch die Stadt Fulda am Rand äh, der Rhön. Hier sehen wir es, hier ist so eine Lichtverschmutzungskarte von Deutschland. Hier drüben sind diese Schutzgebiete, das Schwarze sind eben die Naturparks, da sehen wir eine riesen Fläche. Ähm das Braune sind die Biosphärenreservate und äh, das Grüne sind dann äh, die Nationalparks. Und äh, hier sind so ein paar Gebiete identifiziert. Es sind ziemlich viele Gebiete, die in Deutschland Sternparks werden wollen. Äh, leider können sie eben nicht all diese Sachen erfüllen. Äh, aber wir arbeiten kontinuierlich dran. Äh, die Eifel, das geht schon sehr lange zurück. 2006 habe ich dort einen Vortrag gehalten, da war gerade der Nationalpark gegründet und äh, man wollte dort äh, den Turm an der Burg Vogelsang, das ist der ehemalige Truppenübungsplatz, der sollte dann auch noch beleuchtet werden mit, Eiffeltur, äh, mit Eiffelturm, aber eben mit einem F, ne? nicht wie der Eiffelturm Berlin, äh, in, in Paris mit zwei F. Ähm, und ich sage, das geht gar nicht. Man wusste, dass da Fledermäuse drin sind. Ja, also haben dann Vorschläge, Fachgruppe Dark Sky eben gemacht, mit, zusammen mit der Sternwarte in Aachen, wie man das reduzieren könnte. Das dauerte lange, der Nationalpark hat natürlich erstmal was. Mit, mit der Einrichtung zu tun gehabt, aber da kommt auch noch, noch die Fledermaus geflogen. Ähm, aber wir haben dann äh, später, da hat also dann der Harald Badenhagen aus Köln äh, dort eben sehr, sehr stark sich engagiert. Jetzt ist eben der Nationalpark anerkannt, jetzt will man aber gerade äh, auch den Naturpark dazu nehmen. Man hat nämlich gesehen, im Nationalpark ist kaum Licht. Das Licht ist rundrum in den Kommunen. Und wenn man es hier dunkel haben will, dann muss man da draußen was machen und deswegen strebt man jetzt eben an ähm, äh, diesen naturpark eifel dazu zu nehmen also eine größere fläche es geht durchaus bis belgien rein und äh, dort auch die beleuchtung zu reduzieren und das ist dann eben kein international dark sky park sondern eine international dark sky reserve wo man eben dunkle gebiete hat wie der nationalpark aber dann eben auch äh, die kommunen die auch möglichst reduzieren sollten ja, das war dann auch hier. Ich dann, äh, Im äh, im 2014 gab es eine vorläufige Anerkennung, letztes Jahr im April dann die endgültige Anerkennung. Und da ist natürlich auch hier die Umweltministerin von NRW dort gewesen und äh, hat sich dann natürlich auch mit äh, den ähm, Natur- und Nationalparkleitern und hier Harald, der das Ganze initiiert hat, äh, dort ablichten lassen ja das ist also das vesthavelland das ist also quasi mit der eifel das erste gewesen äh, dort haben wir zum beispiel jedes jahr äh, im august september ein astro treffen dieses Jahr muss es leider natürlich auch ausfallen. Da so wollte man eben den dunklen Sternhimmel den Amateuren vorstellen und auch mal Kritik hören, wie gut er ist oder wie schlecht er ist. Aber da kommen immer sehr gerne sehr viele Leute hin. Das läuft sehr gut. Und dort macht man auch sehr viele Umrüstungen, wenn man von Natriumdampf auf LED umrüstet. Da macht man genau das, was ich gesagt habe. Man tut die Beleuchtungsstärke erheblich reduzieren und es erscheint. Dann trotzdem so hell, ne? wenn man eben eine weiße LED statt der gelben Natriumdampflampe nimmt. Das wird dort also ganz äh, gut gemacht. Dann die Rhön, ich will einfach mal so ein paar Beispiele, was die Parks machen müssen. In der Rhön sind jetzt fünf Himmelsguckplätze eingerichtet worden für die allgemeine Bevölkerung. Da gibt es so ein Polarsternsucher ja, mit Leuchten, dass man allgemeine Bevölkerung erkennen kann, wo ist eben der Polarstern. Da gibt es so eine drehbare Sternkarte, dass man sich orientieren kann. Da hat einer gerade sein Handy draufgeleuchtet, deswegen ganz hell. Oder auch solche Himmelsliegen, dass man sich hinlegen kann und den Sternenhimmel äh, bewundern. Es gibt für die Hobbyastronomen Beobachtungsplätze auf der Hohen Geber. Und dann eben das ganz grandiose, also hier kann man dann sein Teleskop aufbauen und beobachten und dann das ganz grandiose, deswegen die Röhrenenergie der äh, Energieversorger, der auch für die Beleuchtung zuständig ist, ähm, die haben zum Beispiel einen Musterlichtpark in äh, Fulda aufgebaut mit Leuchten. Die nur den Anforderungen des Sternparks entsprechen, also maximal 3000 Kelvin und voll abgeschirmt. Das heißt, wenn einer jemanden, eine Kommune, zum Beispiel ein Bürgermeister, Leuchten kaufen will, der kriegt dort nur die richtigen, die guten Leuchten für äh, Reduzierung der Lichtverschmutzung angeboten äh, und äh, nehmen das auch gerne wahr. Ähm, am Anfang, wie wir gesagt haben, 3000 Kelvin maximal, haben wir uns noch die Beleuchtungsindustrie gesagt, Bringt nichts. Inzwischen haben alle Hersteller das im Programm. Wir wollten oben auf der Wasserkuppe, im höchsten Berg, wollten wir dann auch eine gelbe, besonders umweltfreundliche LED-Beleuchtung einrichten, PC Amber. Kein deutscher Hersteller hatte es im Programm. Wir mussten es in Holland kaufen. Ja? Inzwischen gibt es viele deutsche Hersteller, die das im Programm haben. Also die Sternparks beeinflussen, denke ich, auch so ein bisschen. Die Leuchtenindustrie. Ja, ein ganz anderes Beispiel: die Winkelmoosalm in Alpen, das ist ein relativ kleines Gebiet, gehört zu Reit im Winkel. Da haben wir uns dann entschlossen, wir machen dort oben nur den Sternpark, weil das mittendrin ist, rundrum ist Wald. Ja, und da darf nicht hell beleuchtet werden, da darf kein Nachtskilauf gemacht werden. Das, darum ging es nämlich auch. Äh, da kann man hochfahren. Der Sebastian Vollmann, den kennst du ja auch, äh, der hat dort auch dann mal ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Ja. Äh, da gibt es keine öffentliche Beleuchtung, 35 Almen, aber zwei Hotels. Und da haben wir versucht, mit geringsten Mitteln eine Umrüstung hinzukriegen. Ja. Eben dieses Runterneigen der Flutlichter oder der Ersatz durch solche Reflektorlampen. Auf die Art und Weise haben wir mit geringsten Mitteln mit geringsten Kosten erreicht, äh, den Sternpark hinzubekommen. Im Pfälzer Wald, der möchte auch gern Sternpark werden, da ist es leider schwieriger, weil dort eben ganz viele Kommunen gerade eben auf 4000 Kelvin umgerüstet worden sind auf äh, Anraten der Energieversorger. Ähnlich, äh, ähnliche Initiative gibt es um die Sternwarte Petersberg im Saarland, im St. Wendeler Dort ist man jetzt auch ganz intensiv dabei. Äh, da sind also jetzt auch zwei Kommunen, die umrüsten. Gehe ich davon aus, dass wir da in einem Jahr eventuell auch einen Antrag stellen können für International Dark Sky. Community, immerhin ein Astronaut, der das unterstützt, dort ein eventuell zukünftiger Astronaut, der Maurer, der das unterstützt. Im Bayerischen Wald, da ist ein Kooperationsprojekt mit den Tschechen zusammen, da will man auch die Lichtverschmutzung reduzieren. Auch da haben wir das Problem, dass leider in vielen Kommunen 4000 Kelvin installiert worden ist. Und dann möchte ich Ihnen noch was ganz Aktuelles zeigen. Ähm Inzwischen geht man also auch weiter, etwa nach Marokko. Da gibt es ein Observatorium des UK bei in UKMEDEN von der Universität Marrakesch. Äh, es befindet sich dort äh, am Rande des toubkal nationalparks Toubkal ist der höchste Berg im hohen Atlas. Da gab es also vor zwei Jahren eben äh, ein Treffen. So Professor Suher äh, Bukelen äh, ist dort also der Leiter und die möchten da gerne was machen. Ja, und äh, man sieht also hier, das ist übrigens im Mondlicht jetzt aufgenommen. Hinten sieht man die Sterne, das war Vollmond. Ähm, verschiedene Kameras, Teleskope, da hinten ist dann eben auch eine Funkeinrichtung. Ähm, aber da habe ich den fantastischen Sternhimmel erlebt. Äh, man sieht das, ich sage mal, das Kosmische Kreuz, also die Milchstraße und hier eben das Zodiakalicht, das Zodiakalband. Allerdings auch die hellen Lichtquellen von Marrakesch, das immer größer und immer heller wird, also eine richtige Bedrohung ist. Ja, und äh, aktuell in diesem Jahr äh, war ich dann äh, am Roten Meer. Da gibt es also auch einen Natur-Nationalpark, der äh, überlegt, Sternpark zu werden. Und da sehen wir das Problem. Äh, die Hotels am Roten Meer sind leider sehr, sehr hell. Beleuchtet, während es über Meer ganz dunkel ist und hier unter uns, äh, wir gucken jetzt natürlich nach oben, unter uns, da sind die Korallen und wir wissen diese wunderbaren Korallenriffs, aber wir wissen eben auch, dass diese Korallen äh, sehr stark auf künstliche Beleuchtung äh, reagieren, sodass da also auch ein Potenzial ist, dass man das noch weiter reduziert, damit eben auch nicht dort die Korallenriffs dann leiden. Und tatsächlich kann man dann in diesem... Nationalpark wirklich einen richtig dunklen Himmel sehen. Man sieht also so gut wie keine Lichtquelle. Wadi el-Jemal heißt dieser Park. Äh, das sind dann die Diskussionen mit dem Bürgermeister und Nationalparkführer gewesen, äh, wie wir also versucht haben, dort das in Gang zu bringen. Und äh, ganz aktuell ähm, habe ich dann jetzt durch Zufall erfahren, findet gerade heute und morgen in, äh, eine Tagung statt. Äh, für ein neues Großteleskop in Ägypten statt. Und äh, die Messungen, die wir dort gemacht haben, helfen da. Und äh, da nehme ich jetzt halt kurzer Hand, äh, kurz, äh, wurde also kurzer Hand da noch eingeladen, daran teilzunehmen. Äh, ich bin also nicht in Ägypten, ich bin hier heutzutage im äh, Corona-Zeitalter. Macht man natürlich solche äh, Tagungen dann virtuell und äh, morgen früh geht es dann weiter. Inzwischen habe ich muss ich mal ein bisschen stolz sein, glaube ich, so ziemlich die meisten Messungen weltweit gemacht, überall, äh, nicht nur in Europa, sondern eben auch in äh, Nordamerika. Überall diese kleinen Zahlen, das sind also da Sachen, wo ich gemessen habe. Und im Augenblick unser größtes Projekt, und da komme ich jetzt wirklich mit zum Schluss, ähm, ist auch das größte Schutzgebiet, was wir in Deutschland haben. Das ist nämlich das Wattenmeer und nicht nur in Deutschland, sondern das geht also hier in Niederlande äh, bis hoch in Dänemark und äh, das Programm für dieses UNESCO-Welterbe, was sich über die drei Länder äh, erstreckt, äh, wird alle fünf Jahre festgelegt und äh, die letzte Festlegung ist die leuwarden Declaration von 2018 gewesen und da drin steht, muss dazu sagen, im Wesentlichen auf drängender Niederländer reingekommen, die Lichtverschmutzung, die Lichtemissionen im Wattenmeer zu reduzieren. Wir wollen nicht über einen Sternpark machen, aber wenn wir mal sehen, wir haben hier natürlich sehr viel dunkle Gebiete, aber wir haben natürlich auch so helle Städte wie Bremerhaven, äh, die Hafenstädte äh, dort oder Wilhelmshaven. Aber wir haben auch schon zwei Sternparks, nämlich äh, die Boschplatten, Terschelling. Auf der Insel Terselling, Lauersmeer, ich glaube, das dürfte so der nächste, nee, Eifel ist näher, aber mhm. ansonsten ist das auch relativ nahe Sternpark von Münster aus. Und wir arbeiten im Augenblick an der Insel Spiekeroog und Pellworm. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und nächste Woche werde ich nach Mandö fahren in Dänemark, die wollen auch werden. Das heißt, wir wollen solche Sterninseln, solche Sternparks äh, als Best Practice Beispiel bringen, um zu zeigen, was kann man gegen Lichtverschmutzung tun. Also hier vor ein paar Jahren bin ich im Februar auf der selling gewesen mit dem Kollegen Wim Schmidt aus den Niederlanden, war abenteuerlich mitten im Winter mit dem Fahrrad über die Inseln zu radeln. Ähm, im januar diesen jahres immer in Lauers meer gewesen äh, da gibt es auch sehr viele übernachtungsmöglichkeiten äh, da kann man fast am rande oder teils mitten im sternpark äh, auch äh, zum beobachten hingehen. Pellwurm äh, bin ich auch schon vor fünf Jahren gewesen. Da hatte mich damals der Kurdirektor eingeladen, ist dann ein bisschen eingeschlafen. Äh, da äh, denkt man erstmal, da ist so ein Leuchtturm, der stört unheimlich. Nein, der stört überhaupt nicht, denn der strahlt aufs Meer hinaus. Viel störender sind die Leuchttürme von der Nachbarschaft. Ja? Also auf der Insel sieht man den Leuchtturm, wenn man nicht drunter steht oder direkt dahinter, sieht man gar nicht. Und hier hat man dann wunderbaren dunklen Himmel, da kann man wunderbar auch Polarlichter sehen. Habe ich da also gerade gesehen. Hier bin ich mit dem Roadrunner kreuz und quer über die Insel gefahren, habe Messungen gemacht. Da ist überall zappenduster dort. Und immerhin äh, habe ich jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal auf Spikerock gemessen und das ist der dunkelste Himmel, den ich je gemessen habe: 22,15 Größenklassen Boah. pro Quadratbogensekunde. Das liegt daran, dass wir im Augenblick im Sonnenflecken-Minimum sind. Ich weiß nicht, woran es noch liegt, aber in diesem Jahr haben wir auch wieder so dunkle Messungen überall ge gemacht. Das liegt eben einfach, dass keine Flugzeuge unterwegs sind. Ja, dort muss eben jetzt was gemacht werden. Äh, in Spiekeroog ist teilweise schon eine Umrüstung passiert, dass die Leuchten nur nach unten strahlen, 3000 Kelvin. Auf Bellworm sind wir jetzt gerade dabei, umzurüsten. Die wollen sogar auf 2200 Kelvin, also dieses gelb-weiße Licht, umrüsten. Beide schalten. Äh, Pellworm 23 Uhr, Spiekerruck um 0.30 Uhr ab. Äh, beste Voraussetzung für Sterninsel Dann kommt immer die Frage, welche von beiden ist dunkler. Äh, ich habe nie eine richtig dunkle Nacht bei beiden messen können. Äh, ich denke, sie sind beide ungefähr gleich. Wobei Pellworm noch den Vorteil hat, dass keine hellen Lichtquellen in der Nähe sind. Die nächste störende Lichtquelle ist äh, die Ölraffinerie bei Heide unten. Man sieht aber auch äh, Kiel, kann man also durchaus sehen. Äh, äh, insofern ist da einiges. Ja, was kann man dagegen tun? Man kann ganz viel dazu zu tun. Man braucht nur fünf ganz einfache Prinzipien äh, befolgen, um die Lichtverschmutzung zu verfolgen und äh, zu reduzieren. Es gibt auch hier vom Land Nordrhein-Westfalen äh, äh, eine Broschüre über äh, künstliche Außenbeleuchtung, die man reduzieren kann. Es gibt also ganz viele Quellen. Die erste Frage ist, muss man überhaupt Licht haben? Wie notwendig ist es? Die Lichtmenge, wie hell muss es sein? Ich habe Ihnen, glaube ich, gezeigt, dass es sehr viele Beispiele gibt, dass man mit weniger Licht mehr erreichen kann. Die Lichtlenkung, dass man eben nicht den Himmel beleuchtet, sondern wirklich nur den Boden oder was man braucht. Dass man bedarfsorientiert adaptiv steuert, dass also nicht unbedingt das Licht die ganze Nacht an sein muss oder mit voller Helligkeit und dass man eben wenig Blauanteile hat, das heißt eine warme Licht. Menge hat. Ne? Es gibt zum Beispiel in Österreich einen sehr guten Leitfalten und in Luxemburg gibt es auch sehr gute Regelungen. Also nicht nur bei uns wird da was gemacht. Äh, letztlich sollte man einfach nur verantwortungsvoll mit künstlichem Licht umgehen. Aber da gibt es jemand, der solche Elektroautos <laughs> baut. Und der hat auch noch eine Firma, die Raketen baut und Satelliten und will damit die ganze den ganzen Globus, zunächst erstmal nur entlegene Gegenden in den USA, mit dem Internet abdecken über Satelliten. Und dafür muss er einige tausend Satelliten ins Weltall schicken. Und diese einigen tausend Satelliten fliegen dann über den Himmel. Und so viel Mühe wir uns geben, hier ist eine Kirchenanstrahlung, die leider nicht sehr so gut ist, aber diese Satelliten sorgen mit zur Lichtverschmutzung wir haben inzwischen viele Satelliten die da rumfliegen aber wenn wir uns mal ein Sternbild anschauen dann sehen wir dass diese Sternbilder kaum noch zu erkennen sind da haben wir die Cassiopeia das Himmelsweh ja wird eben von den Satelliten überdeckt Elon Musk, das ist der Herr Tesla, ja, äh, hat versprochen, er tut was. Es geht offenbar auch was, dass man die Antennen dieser Satelliten so orientiert, dass sie nicht so viel Licht, Sonnenlicht reflektieren. Es gibt also inzwischen Vorüberflüge, da kann man die Satelliten nicht mehr sehen. Man muss gespannt sein. Äh, man sollte auf jeden Fall die Stimme erheben, dass man eben äh, dass da was gemacht wird, dass wir uns dann letztlich wirklich an einen schönen sternhelle, dunkle Nacht erfreuen kann. Und das freut dann natürlich auch den Uhu. So, und jetzt habe ich Nerven zu lange strapaziert und möchte damit schließen, aber ich denke, ich glaube, da sind einige Nachfragen schon gekommen. Ja, vielen Dank, Andreas. Ähm, das war ein super Überblick zum Thema. Vielen Dank für die, und es ist ein super wichtiges Thema auch. Ne? Ja. Ähm, und ich finde das großartig, dass sich da in den letzten Jahren immer immer mehr tut und was ich nicht wusste zum Beispiel ist, dass es ja auch schon bis bisschen Marokko und bis Ägypten geht ja. und das auch das ist großartig und was mich dabei immer noch wundert, ist, dass es offenbar so viele gibt, die jetzt im Vergleich zu Frankreich oder so ich meine ja, auch beim Wattenmeer sind es ja offenbar die Niederländer, äh, die da aktiv sind und ähm, ist, ist das nur mein Eindruck oder ist da bei uns sozusagen noch mehr Beharrlichkeit und Gemütlichkeit sage ich mal Nein, ähm, als als ich sage mal in Frankreich also oder so. man muss einfach sagen in Deutschland ist bis jetzt relativ vernünftig mit dem Licht umgegangen ja, worden. Und wir sehen, dass in den Regionen, wo viel Licht ist, wir wissen, dass also zum Beispiel die Straßenbeleuchtung in Frankreich ungefähr doppelt so, äh, nein, äh, 50% Prozent so hell ist wie bei uns, mhm. in Spanien, Italien doppelt so hell ist. Ne? Das wissen wir. Und äh, da ist es vielleicht nicht verwunderlich und natürlich wir wissen auch die Niederlanden, das liegt aber vor allem an der dichten Besiedlung eben auch sehr hell ist. Mhm. Ne? Und äh, ich finde da, da merkt man, da, das sind die Regionen, wo als erstes eben was dagegen gemacht worden ist. Ne? Äh, Italien, so besonders hell, da sind die ersten Gesetze gemacht worden, mhm. auf regionaler, nicht auf Landesebene. Dann in äh, Spanien, bekanntestes Beispiel sind natürlich die Kanaren ne, zum Schutz der Sternwarten, aber alle spanischen Provinzen, fast alle haben inzwischen Regeln gegen Lichtverschmutzung, weil es einfach zu hell geworden ist. Und so wird es auch in mhm. Frankreich sein. Es ist übrigens noch ein Land, äh, Slowenien hat ja schon vor mehreren Jahren mhm. ein Gesetz gemacht, das war eigentlich das erste nationale Gesetz. Da sollten eben nur Leuchten nach unten gehen. Da ist aber leider auch passiert, dass trotzdem immer mehr beleuchtet wurde und immer heller. Ähm, da versucht man jetzt auch die Lichtmenge zu begrenzen. Und Kroatien hat auch so ja. ähnliches Gesetz wie in Frankreich. In Kroatien ist also das auch. Also es gibt eine ganze Reihe Länder, wo es inzwischen Gesetze gibt. Mhm, ne? Was ich auch interessant fand, das war der Vergleich zwischen pelworm und Norderney. War das die zweite Insel? Nee, Spiekerhoek. Spiekerhoek, genau. Äh, und Spiekerhoek. Ähm, ähm, so der direkte Vergleich. Kommt das eigentlich da vor Ort bei den, bei den Verantwortlichen an, dass solche Vergleiche angestellt werden? Gibt es da vielleicht sogar nein, einen nein, Wettbe also Wettbewerb zwischen <laughs> den Orten? <oder lacht> ja, so? Nein, eigentlich äh, möchte ich das nicht. Ja, okay. Ich äh, habe es jetzt auch nur mal hier als Vergleich okay. eingenommen, weil ich es nicht nehme. Also. Äh, man muss einfach sagen, äh, ich meine, es kommt natürlich immer so diese Anmerkung, äh, wer ist der dunkelste oder ja, so. Ne? Ja, ja. Also das haben wir vor allem in Westhaveland, weil äh, dort, wo wir das Teleskoptreffen machen, Gülpe hat dann eben diesen Namen, der dunkelste Ort. Das können wir nicht sagen, weil einfach äh, diese, ähm, äh, die meteorologischen Bedingungen mhm. so stark variieren. Ich kann nicht sagen, welcher Ort am dunkelsten ist. Diese Diskussion hatten wir heute früh auch bei dieser Tagung nach Ägypten, äh, auch da ähm, zum Beispiel festzustellen, wo es heller oder dunkler wird. Ja. So kurzzeitig können wir das ganz gut machen, wenn in der Nacht äh, reduziert wird oder äh, wenn komplett abgeschaltet wird. Also solche ähm, massiven Eingriffe, die können wir ja. machen, aber so diskontinuierliche Veränderungen. Ich hatte eben gedacht, ich messe jetzt seit ungefähr zwölf Jahren, man könnte jetzt sehen, wie die Lichtverschmutzung zunimmt oder was. Mhm. Tatsächlich nimmt sie ab, wissen wir jetzt nicht, ob das ein Alterungseffekt von dem Gerät ist. Ja. Da habe ich also heute früh Diskussion noch deswegen geführt, weil das ist nicht bekannt, ja. ob es wirklich dunkler geworden ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe. Parallelmessungen, die zeigen eher darauf hin, dass es eventuell das Gerät ist. Aber das sind große Unsicherheiten mhm. noch. Ne? Und äh, das muss man ganz ehrlich sagen, aber das liegt eben auch an unserem mitteleuropäischen Klima. Ne? In Ägypten oder in, 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 also in so einem Wüstenklima oder auch im Südwesten der USA oder so, da kann man das viel besser viel besser nachweisen solche Veränderungen ne? und deswegen ist es eben müßig jetzt zu sagen die ist, ist dunkler und die ist heller oder was ne? von reinen Messwerten ist eben Spikerock dunkler aber ich glaube wenn ich in der gleichen Nacht ein Pellworm mhm. gewesen wäre äh, hätte ich wahrscheinlich den gleichen Wert gemessen wobei Pellworm eben der Vorteil ist wie ich vorhin sagte dass rundum keine Städte sind während eben äh, Wilhelmshaven relativ nah und auch relativ he hell an Spikerock ist das hat natürlich einen Einfluss weil wir gesehen haben dass diese Licht Wirkung über große Distanzen ja. geht. Ne? Ja. Also, ich finde es eine großartige Sache, dass es immer mehr Dark Sky Parks gibt und mehr, immer mehr Orte, die. Ähm auf Dunkelheit achten vielleicht einerseits, weil man dann hier auch seitens der Planetarien den Gästen empfehlen kann, fahren Sie noch mal dahin in Urlaub so als Empfehlung, hm. nicht wahr? Ja. Vielleicht auch, weil die, die ohnehin da im Urlaub sind, dann vielleicht mehr auf astronomisches aufmerksam werden, was man sonst gar nicht würde. Vielleicht, weil es zu hell ist, vielleicht, weil man gar nicht dran denkt. Also wenn das touristisch betont wird, bei uns ist es dunkel, wir sind ein Dark Sky Ort, dann ist das ja vielleicht auch für die astronomische Bildung vielleicht sogar ein Vorteil, ne? ganz allgemein gesehen dafür, naja, aber auch dafür, dass man eben Beispiele gibt, wie ja. man gut beleuchten ja. kann. Ne? Ja. Wir, wir möchten also solche Demowände, Beleuchtungsdemowände ja. zeigen, dass man eben mit einfachen Methoden wirklich was gegen Lichtverschmutzung Und mhm. Und damit, und damit sind, wir, sind wir gerade wieder bei, bei, dabei, dass es ja eigentlich auch nicht nur super wäre, wenn es immer mehr Dark-Sky-Parks gibt, sondern wenn das überall ankommt. Ne? Auch hier in Münster. Ich glaube, bis Münster Dark-Sky-Park wird, haben wir noch ein bisschen zu tun. Und leider. Aber, aber wenn so die größten Lichtverursacher, ähm, also ich fand das überraschend, das Licht-Sportstadion, das wusste ich nicht, nachts beleuchtet werden, nur damit das Gras wächst, wenn das so ist. Das ist ja, also gut, ich schmunzel da jetzt mal und sage nichts weiter. Ne? Aber das ist schon, das ist Hat schon mich ein mich auch ja. sehr gewundert. Das ist schon thing. Und ähm, ich meine, wenn da einfach mehr ankommen würde. Und was ich besonders schön fand, das ist die Formulierung gesundes Licht. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu poetisch ist oder so, aber von der Formulierung her. Aber ich glaube, das kommt an, so von, von, von der Formulierung her. Ich weiß nicht, ob die Menschen jetzt, w w auch wenn man das die, die Hormone erwähnt, äh, die bei Corona, also sozusagen das Immunsystem stärken und dann nur in Corona-Zeiten, also achten sie auf gesundes Licht sozusagen als, an als Hinweis. Pff, wahrscheinlich ist das nicht wirklich ein Faktor. Aber aber trotzdem, es ist es, ich finde es macht etwas mit. Ne? Ja. Aber gesundes Licht, das ist eben was, was, ja. was natürlich auch die Industrie ja. äh, genau. sehr stark benutzt. Genau. Ne? genau. Und das ist gut, Selbst wenn das dann verkaufen. beachtet wird. Ja. Also sehr viele Zuhörer. Wir hatten sehr viele Zuhörer und äh, sehr viele Zuhörer haben auch hier im äh, YouTube-Chat eingetippt. Vielen Dank für den guten Vortrag. Ähm, okay. Man konnte einiges Neues lernen. Super interessanter, sehr kurzweiliger Vortrag und so danke weiter. Schön. Und da will ich auch nochmal ganz offiziell danke. Was Gibt's ich vergesse. So konkrete Fragen. Denn, ja, oder genau. Ja? Ich komme gleich darauf zurück, aber okay. ich will noch eins. Genau. Also ich sage noch mal an. Ich habe es auch gerade schon eingetippt. Fragen kann man im Chat tipp, eintippen, eingeben und dann kommen wir darauf zurück. Aber ich will noch einmal offiziell und stilvoll Danke sagen. Es ist ja nicht nur ein Vortrag vom Naturkundemuseum, sondern ich habe es vergessen, das Logo einzublenden, auch von den Sternfreunden Münster. Und von den Sternfreunden Münster gibt es immer so ein schönes Dankeschön. Ich halte es mal in die Kamera. Unser Sternfreunde Münster Referentenwein mit dem stilvollen astronomischen Etikett. Und da sieht man auch, dass wir hier wirklich nebeneinander sitzen natürlich. Ich reiche das mal rüber. Ähm, oh, vielen, ja, Dank, vielen, Dank. vielen Dank für den guten Vortrag und vielen wie gesagt, äh, mit den Grüßen, jetzt sieht man gar nicht, ah, jetzt, jetzt sieht man, dass du es wirklich von mir ja, bekommen hast, ja. genau, dass ich es wirklich ja. rübergereicht habe. Da muss ich aber auch sagen, dass ja die Sternfreunde Münster eben auch sehr aktiv sind. Es gibt ja eine Dark Sky Gruppe bei ja. den Sternfreunden Münster und äh, man muss auch sagen, dass die Stadt Münster ja ganz offenbar. Recht vernünftig beleuchtet. Ja. Ja, und, äh, so Wir sind da mit der Spar Stadt auch in Kontakt. Wie genau. ich gehört habe, ist eben zum Beispiel auch die Stadt Münster eine der Städte, die sagen, dass sie sich nicht an die DIN-Norm unbedingt halten, mhm. sondern durchaus auch niedriger beleuchten, wobei die DIN-Norm eben viele viele Spielräume lässt, ne? mhm. das, das dann trotzdem noch immer no, äh, normgerecht ist. Ja. Ne? Wir haben eine aktive Dark Sky-Gruppe hier innerhalb der Sternfreunde Münster. Unser äh, Vereinsmitglied Jochen Borgert managt das oder, oder treibt das voran. Und ähm, da haben wir auch schon äh, gute Ergebnisse, denke ich. Mhm. Ähm, Jochen Borgert wollte übrigens einen Vortrag halten vor einigen Wochen hier auch online vielleicht äh, zum Thema dieser Starlink-Satelliten, mhm. was du am also. Ende erwähnt hast. Mhm. Das musste leider ausfallen. Ähm, ähm, aber das holen wir vielleicht nach. Mhm. Ähm, und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, es gibt leider nicht viele Fragen, die hier gestellt wurden, mhm. erstaunlicherweise. Ähm, also zum Beispiel eine Zuhörerin, Mary Ann, sagt: Ich freue mich schon auf ihren Vortrag in Bremen. Also offenbar bist du in Bremen demnächst, wusste ich nicht. Nein, da ist äh, Vortrag? Äh, nein, nein, der ist ähm, auch leider gecancelt ah, worden. Der sollte okay. jetzt Ende des Monats sein. Äh, da ist eine Veranstaltung, die Bremer Sternfreunde ja. machen da was. Das haben wir auf nächstes Jahr, müssen wir das leider ah, verschieben, ja, Okay, ne? gut, ja, schade. Und, und dann gibt es einen Zuhörer, Robert Blasius, der ja. ähm, schreibt, er kennt die Problematik in Otto Beuren ein bisschen. Ja, ja. Ähm, wir haben im Ortskern ganz ähnliche Lampen wie in Fladung? Fladung? Wie in Fladung. Okay. Also wie Ach so, auch immer. diese Pilze. Ja, 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 okay, genau. Na, na, ja. Und er fragt, gibt es weitere Informationen, wie zum Beispiel Hersteller oder Internetseiten, zu diesem LED-Blatt, das da verbaut wurde? Das ist eine sehr spezielle Frage kann jetzt. Ne? Ja, ja. ja. Wir sind ja im Kontext. Ja, ja, gut, das, wird dann, und, äh, das kann man dann vielleicht ich ihm. Aber da ist es, glaube ich, äh, extra hergemacht. Aber es gibt auch Hersteller, mm. die... Äh, das hängt halt immer von der Leuchte ab. Mm. Ne? Mm. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht ganz billig. Es ist nicht so billig, als einfach ja. nur so eine Maiskolbenlampe reinzuschrauben. Mm. Okay. Ja, also die äh, Kollegin aus Osnabrück, äh, Entschuldigung, Bremen, ich sag mal Kollegin, ähm, äh, schreibt auch schon, sollte am 27.06. sein, ist auf nächstes Jahr verschoben. Ja. Wusste schon, sie freut sich aufs nächste Jahr. Ähm ja, äh, also tatsächlich in manchen Vorführungen des Planetariums, ich komme nochmal darauf zurück, äh, am 12. jetzt am Freitag öffnen wir hier wieder. Und in manchen Vorführungen erwähnen wir ja auch, dass der Himmel in Münster nicht so schön ist, dass man aufs Land hinausfahren muss, um die Sterne gut zu sehen. Natürlich, die meisten Planetariumsbesucher oder viele sind noch nicht so im Thema wie die, die jetzt zuhören und schon. Ein bisschen Bescheid wissen über das Thema. Von daher hilft es, das auch in, in jeden Tag im Planetarium hier bei uns zu erwähnen. Und wir geben dann sogar Tipps und sagen dann in einer unserer Vorführungen zum Beispiel immer im aufgenommenen Text, man muss schon ein ganzes Stück weit fahren, zum Beispiel in die Eifel oder nach Ostfriesland, um die Sterne richtig gut zu sehen. Also, was wäre dein Tipp, wenn du jetzt hier in Münster bist? Was, wo würdest du hinfahren, wenn du so für einen Abend einen dunklen Himmel haben möchtest? Eifel ist ja ein bisschen weit, ne? aber. Ja, ja, gut, also Lauers Meer und Ostfriesland ist auch ziemlich ja, weit, also ja. wo es relativ dunkel ist nach Süden. Also, man kann natürlich ins Sauerland fahren, da mm. gibt es durchaus äh, dunkle Flecken und ansonsten sind eben die Moorgebiete da hinterm ja. Dümmer oder so, ja. die sind auch noch ja. äh, relativ dunkel, wo man noch gut beobachten kann. Auch ins Weserbergland gibt es noch einige Sachen, äh, obwohl, ich, er hat ja Springer erwähnt, obwohl das eben nah bei Hannover ist, aber mm. äh, dort im Weserbergland gibt es auch noch ein paar äh, dunkle Orte. Naja, oder wenn man eben will und ich habe es ja gemacht ich bin noch die letzte nacht bevor äh, in Niedersachsen die ba äh, badeorte alle zumachten <laughs> bin ich ja noch habe ich eine messfahrt nach norden hoch gemacht ne? ja. und da habe ich auch wirklich auf dem Festland ich hatte ja vorher die dunkle Messung letztes Jahr auf Spiekeroog gemacht mhm. aber ich hatte ja auf dem Messland F festland noch keine mhm. da habe ich also dort bei bensersiel dann auch noch messung gemacht und da war es dann ähnlich dunkel wie in spigaroka. Ja. Äh, man sieht also die, die, die distanz zwischen den beiden äh, messpunkten ist vielleicht zehn kilometer oder was mhm. geworden. Mhm. ich habe aber auch in wilhelmshaven gemessen und das interessante war dass es dort oben äh, im, im äh, friesland eben sehr schnell runter geht dann auch die helligkeit und dunkel ist. Na ne, gut aber da fährt man von hier aus ja auch ungefähr. Äh, zweieinhalb drei stunden ungefähr muss mhm. man dann schon fahren ne? ja Okay, es gibt im Moment tatsächlich äh, keine weiteren ja. Fragen. Ähm, also, noch kann man eine Frage eintippen, wenn man <laughs> eine hat. Aber tatsächlich gibt es im Moment keine weiteren Fragen. Es war ein sehr äh, umfassender Vortrag. Und ja. ähm, ich sage, also eigentlich muss man im Namen aller Astronomen und aller Amateurastronomen, aller sternbegeisterten Menschen Danke sagen, dass du dafür, dass du seit Jahrzehnten im Grunde das betreibst. Ähm, und es ist absolut wichtig. Und ich kann nur sagen, jeder, der zugehört hat, mitmachen bei der eigenen Beleuchtung am eigenen Haus oder da, wo man Einfluss hat wenn die eigenen Verwandten eine Fabrik betreiben oder was auch immer, da drauf Einfluss zu nehmen und auch politisch drauf einzuwirken. Wir dachten bei uns in Sternfreunden Münster in unserer Gruppe anfangs, da erreicht man gar nichts, da passiert nichts. Wenn man da mal anfragt, dann lachen die nur oder schmunzeln und sagen, ja, wir müssen doch gegen die Kriminalität auch was tun und so. Die Studie zum Beispiel in England zeigt ja, dass das keine Rolle spielt. Das ist ein super Argument. Und, und es lohnt sich wirklich, an die eigene Politik am Ort heranzutreten. Das hilft wirklich. Das haben wir in Münster hier die Erfahrung Erfahrung gemacht mit Jochen Borgert und den anderen ja. in unserer Gruppe. Vielleicht, vielleicht noch ein ganz einfaches Beispiel, ja. Wenn man sein Haus die ganze Zeit hell erleuchtet, ja? dann kann natürlich auch ein Einbrecher genauer abschätzen, was <laughs> ja. da ist. Ne? Ja. Wenn man Bewegungsmelder hat, ja, ja? ja. versucht, und es steht auf einmal im hellen Licht, der kriegt einen viel größeren Schreck. Dann. Absolut. Noch ein besseres Argument, ja. Okay, also da es keine weiteren Fragen gibt, sage ich nochmal zum Abschluss vielen Dank. Ja, ähm, ich freue mich darauf, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr nochmal machen mit Publikum. Mal schauen. Dann machen wir aber auch mit. Genau, Himmel. genau, genau. Das hatten wir eigentlich vor. Wir wollten eigentlich hier in der Planetarumsprojektion ne, Beispielbilder zeigen, diese ganz Himmelaufnahmen, diese runden Aufnahmen. Das ja, muss man eigentlich mal nachholen. Was wir auch versuchen nachzuholen, ist den geplanten Vortrag zu Starlink. Und ähm, genau, ich, ich schalte nochmal um auf meine Gesamtübersicht hier, damit ich mal sozusagen, ähm, nachdem ich Danke gesagt habe, nochmal also zur, zur Ankündigung hier den Raum zeigen kann. Hinter mir sieht man unseren Sternprojektor, ähm, der, so der so ein komisches Montagegerüst um sich herum hat und so viele offene Öffnungen, äh, die man da sehen kann. Der wird gerade gewartet. Also, wir nutzen die Schließungszeit, um neues LED-Licht im Sternprojektor zu installieren. Und man kann sagen, im Grunde auch dort äh, so eine Lichtumstellung wie bei vielen Dark Sky-Initiativen, nur bei uns natürlich mit anderer Konsequenz. Die Sterne, die digitalen Sterne des Sternprojektionsgeräts hier im Planetarium, werden dann noch etwas brillanter und heller. Also wir werden, wenn wir am 12. 13. jetzt wieder öffnen, mit, neun, wenn man so will, neuen, helleren Sternen wieder eröffnen. Da freue ich mich schon drauf und ähm, natürlich ist jeder, sind alle Menschen herzlich eingeladen, uns dann wieder zu besuchen. Wie ich schon anfangs gesagt habe, es hilft, sich online zu informieren. Wir haben etwas geänderte Zeiten, weil wir räumlich und zeitlich auf Abstände achten müssen jetzt in Corona-Zeiten. Deswegen haben die Vorführungen andere Uhrzeiten. Manche Vorführungen entfallen leider. Aber im Prinzip sind wir wieder da und ich freue mich auf alle Gäste, die wieder zu uns kommen. Der nächste Vortrag hier in unseren Vortragsreihen wird dann erst wieder im September sein. Wir machen jetzt eine Sommerpause wie jedes Jahr, völlig unabhängig von Corona. Also die Vorführungen tagsüber finden statt, die speziellen Vorträge wie diese. Hier abends erst im September wieder. Da geht es am 1. September weiter mit dem Thema 40 Jahre Hubble-Teleskop. Ähm, dann wieder hier im Raum mit euch und Ihnen allen mit Publikum live vor Ort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, viele, ich schaue noch mal in den YouTube-Chat. Äh, viele Menschen sagen, viele noch mehr Teilnehmer haben vielen Dank gesagt. Ähm, und man lernt immer wieder ein paar Feinheiten, sagt Robert Blasius. Ähm, also äh, keine weiteren Fragen, zwar, aber. Ähm, vielen, vielen Dank und vielen Dank euch und Ihnen allen fürs Zuhören. Ähm, und damit, äh, ja, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.